Hallo. So, da ist die Aufnahme. Toll. Wir machen jetzt ein Intro, weil der Spielleiter uns dazu gezwungen hat. Jetzt geht der Scheiß wieder los. Hallo, dies ist ein Intro. Sind wir schon im Outro? Zu einer Folge, von der wir noch nicht wissen, was passiert. Außer, dass Cartman sein tolles Date hat. Ja, verdammt. Ich habe ein Date. Ja, du hast ein Date mit Freya. Richtig, ich vergesse das immer wieder. Also ehrlich, man sieht, wie engagiert du fürs Spiel bist. Muss ich jetzt mal sagen. Vergisst alles. Ich weiß. Die Ecksteine. Die wichtigen Pfeiler des... Ja, weißt du, da will tatsächlich mal eine Frau diesen hässlichen grünen Kloß daten. Der ist nicht grün. Diesen hässlichen Kloß daten. Moment, ich hätte sagen sollen, der ist nicht hässlich. Moment, der ist nicht hässlich. Diesen hässlichen Kloß daten. Und dann vergisst er das auch noch. Nee, der Charakter hat das nicht vergessen, der freut sich. Also will ich auch hoffen, das kommt nicht alle Tage vor. Das stimmt. Siehst du? Öfter als bei dir. Ja, aber darum geht's ja auch nicht. Moment. Wieso, was Moment? Weißt du eigentlich? Was denn? Wann hattest du denn mal das letzte Date, hä? Redest du von, wann Jojo ihr letztes Date hatte? Also ich meine, Jojo. Ja, das dachte ich mir, dass du Jojo meinst. Mhm. Über private Dinge rede ich hier nicht. Gut. Das geht euch gar nichts an. So, Die Reaktion sagt alles. Nee, ich bin zufrieden. Glaube ich. Wann hatte denn Jojo... Naja, definiere Date. Mann, Frau oder auch Mann und Mann oder Frau und Frau. Wir sind ja politisch korrekt hier. Ein, zwei Tage. Hä? Hey? Ja? Ingame? Ja. Mit wem? Tja. Außerdem war das gar nicht ausgespielt. Nee, natürlich war das nicht ausgespielt. Siehst du, wann hast du das letzte ausgespielte Date gehabt? Ich habe noch nie ein Date mit dem Spielleiter ausgespielt. Siehst du? Du bist nur neidisch. Dann kann ich jetzt gleich sagen, dass du mich mobbst. Du mobbst mich. Du machst Schön mich gesagt. Die ganze Zeit runter. Nicht das liegt daran, dass du sowieso schon so klein bist. Nein, das finde ich doof. Das finde ich sehr gemein. Warte mal kurz. Ja, ich weiß, dass dich das. Es tut mir nicht leid. Ich weiß, dass dich das überhaupt nicht interessiert, du seelenloses Monster. Ich bin gar kein Monster. Seelenlos möchte ich nicht abstreiten. Du bist ein Monster. Ein grüner Ork-Kloß. Orks sind nicht grün. Sie haben keine Photosynthese. Sie sind keine Elfen. Du bist ein grüner Ork-Kloß. Ein grüner Olf. Olf? Ein Olf. Du hast dich gerade beschwert, dass nur Elfen grün sind und Photosynthese haben, also bist du ein Olf. Das ist total gay, dass sie das haben. Du bist ein Olf. Selber Olf. Es ist voll das sinnlose Intro, aber der Spielleiter ist ja dumm und lässt uns das so machen. Außerdem ist er weg und wir können nicht anfangen mit was Sinnvollem. Das ist richtig. Wir könnten sagen, was zuletzt passiert ist. Das wäre langweilig. Aber das ist gut eigentlich. Eigentlich ist es ziemlich gut, weil dann weiß ich, was passiert ist. Achso, du weißt das echt nicht mehr. Na, Jojo hat ja versucht, irgendwie bei diesem Filmstudio reinzukommen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert.
Weil die da auch keinen Job angeboten haben und bla und was weiß ich nicht was. Und dann haben wir uns doch mit dem Pigeon-Shaman-Typen getroffen. Das ist im richtig. Café. Genau, und dann wir haben uns mit dem Pigeon-Shaman-Typen getroffen. Und dann haben wir noch mit Vicky zusammen irgendwie rumbaldowert. Also wir haben uns auch noch mit Vicky getroffen, die uns irgendwie auch noch dazu kriegen wollte, dass wir, dass sie arm mitmacht, weil sie uns helfen kann. Und jetzt erstmal ein Tausender auf die Kralle kriegt und das nächste halbe Jahr. Genau, die brauchen nämlich Geld. Genau, und dass die das nächste halbe Jahr dann Auto repariert, wenn es kaputt ist. Und dann wollte die von Jojo noch ein paar Jobs, wenn Jojo welche hat, die über die Gang laufen. Weil sie eine Einnahmequelle braucht, die etwas stetiger ist. Solider, meinst du? Sie hätte auch einfach anschaffen gehen können. Da hätte sie auch stetig was gehabt. Aber es scheint sie nicht zu wollen. Kleine rothaarige Alter, du kannst nicht die ganze Zeit diese Inzestkinder verprostituieren. Das kannst du nicht machen, rothaarig. Die hat braune Haare. Rot gefärbt. Die hat braune Haare. Was? Außerdem mobbt Deli mich. Ich mobb sie gar nicht. Doch, der macht mich die ganze Zeit runter, weil er ein ausgespieltes Date bekommt und ich keins habe. Ausgespielt? Naja, jedenfalls ein erwähntes Date. Ein erwähntes. Und sie tut immer nur so und schreibt es irgendwo hin, dass sie ein Date hat. Ich meine, das selber aufschreiben kann jeder. Das ist so traurig, Alter. Ich schreibe Texte darüber, wie sie Dates hat. Komm mal auf dein Leben zurecht, Flumi. Nee, Texte darüber schreibt sie tatsächlich nicht. So. Übrigens ist sie rothaarig, ich hab's gerade nachgeguckt. Bam! Sie erwähnt es nur. Die Texte erwähnen es nur, sie thematisieren es aber nicht. Du liest diese Texte? Was ist denn eigentlich los? Na, ich lese zumindest die, die ich... Ja, der hat sie nicht gelesen. So. Sonst hätte er das ja gewusst. Dann hätte er mich nicht gefragt. Gutti. Also, wo warst du dran? Sauerkirschen. Sauerkirschen, genau. Es war das Letzte. Nö, ich habe nur gerade kurz zusammengefasst, was so passiert ist. Damit Deli das auch wieder weiß. Er hat Frey ja schon wieder vergessen. Ich musste ihn dran erinnern. Na Juti, viel Spaß und bleib geil. Eigentlich kannst du die Aufnahme mal ausmachen und das als Intro kennzeichnen und dann mal anmachen. Das wäre richtig nice. Es tut mir unendlich leid für diesen zusätzlichen Angriff. Das ist total gemein von dir. Echt mal. Das spart mir 7 Minuten Arbeit und sie kostet das 40 Sekunden, Junge. Ja, es steht gar kein Verhältnis. Echt mal. Das kannst du doch nicht machen, sie einfach dazu zwingen. Ich zwinge ja niemanden zu irgendwas. Gut. Na dann? Jetzt warten wir noch kurz, bis sie das Ding anmacht. Dann hole ich mir noch eine Orange, so. Geil. User in your channel so. Started recording. Geil. Jetzt warten wir noch auf seine Orange. Ich kann in der Zeit mal meinen Charakterbogen aufmachen. Ja. Führst du heute selber oder muss ich halt für dich würfeln? Das ist niemand später. Würfelt selber. Ach, der Spielleiter würfelt ab jetzt für uns alle. Ja, der viel bessere Würfel als wir. Gerade als Daddy, du! Alter. Ich weiß nicht, was hier los ist. Du, der das Daddy. Nur für Glück gepachtet hat. Also, Daddy, erzähl ja, gut, mal. Ich würfel. Du bist Freitag ja verabredet gewesen, noch abends. Nein, Samstag war er. Eben, ich wollte gerade ja verabredet. Samstagabend, 20 Uhr. So. Ihr hattet ja ausgemacht, dass du sie abholst. Ja. Wo geht's denn hin? Zu der Adresse, wo ich sie das letzte Mal getroffen habe. Denn sie sagte, sie wohnt da. Nein, das ist mir klar. Nein, ich meine, wohin du sie ausführst. Ach so. Wo habe ich sie denn das erste Mal getroffen? Das war eine Kneipe. Das war auf meinem Geburtstag. Ich das weiß doch nicht mehr, wo ich Sashi Spatz. Du wolltest, vor allen Dingen wolltest du mit ihr essen gehen, du Affe. Ja. Ah, richtig, stimmt. Ich wollte mit ihr essen gehen. Also erst hat sie gesagt, ob ihr mal was trinken gehen wollt und dann hat sie sich angerufen und gefragt, ob ihr mal was essen gehen wollt und du hast beide Male gesagt, ja. In der Tat habe ich dann natürlich auch vorher erstmal geguckt, ich habe sie ja natürlich auf Facebook gestalkt. Muss ja sein, wir haben uns ja zwischendurch immer mal unterhalten, ne?
Es kommt ja viel besser, wenn man sich mal zwischendurch unterhält. Habe ich gehört. Ja. Und da habe ich natürlich auch geguckt, ob sie Vegetarierin oder sowas ist. Was sie nicht ist. So gezwungenermaßen halt. Ja, aber ich meine, jetzt ist sie aber nicht so. Aus freien Stücken würde sie Fleisch nicht verschmähen. Sehr gut. Dann würde ich sie. Oh Gott, ich will das nicht machen. Ich mach das. Ich hab vorher einen Kontakt von mir angerufen. Oh. den du. Warte mal, ist es der, den du nie anrufen wolltest in den schlimmsten Shadowrun-Situationen jetzt für die Alte ja. akquirierst? Ja. Es ist der Shit, alles klar, Menschenfleisch. Fleisch. Nein, einfach nur, dass er mir einen Tisch in einer Location besorgt. Ach so, okay. Easy. Alter, dieser Rechner, ne? In einer besseren, also in einer guten Location, wo man eigentlich normalerweise halt nicht so schnell einen Tisch kriegt. Jedenfalls nicht, wenn man so aus der Unterschicht kommt, wie wir. So Mittelschichtniveau schon. Ja, so ungefähr. Alles klar. Und ja, dann fühle ich sie, also ne? Kommen halt auch krasse Scheiße. Morgen. Zum Glück hat sie sich Klamotten ausgeliehen für den Abend. Also vom ja, ich habe sie natürlich gesagt, wo wir hinfahren. Vorher. Na, ich weiß, deswegen, davon bin ich ausgegangen, weil, so. Genau, alles klar, dann holst du ab, dann fahrt ihr da hin, dann speist ihr genüsslich. Sie ist eher zurückhaltend, vor allen Dingen, weil das halt übelste Mittelschicht-Krams ist und das hat man ja nicht so oft und sie will sich natürlich nicht blamieren. Wie du. Und, so, dann, was erzählst du ihr denn, was du beruflich tust? So wie es in meiner Sinn steht, bin ich halt für die Forstwirtschaft unter anderem und so weiter und so fort, also Schädlingsbekämpfung und so weiter. Mit zuständig. Also sprich, ich bin Jäger. Ja. Das kommt besser an bei Frauen, wenn du das sagst. Da hast du natürlich schon mal die übelsten Geschichten, denen sie auch freudig erregt lauscht, von den übelsten Tieren, die du bezwungen hast. Und da habe ich das Eichhörnchen einfach gepackt und zerklatscht, Junge. So ein süßes Eichhörnchen, aber ich hab's hier gefressen. Nee, ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Natürlich, es geht da so eher so um die anderen Viecher, die halt die ja. guten, tollen Stadtbewohner bedrohen. Alles klar. Aber ich bin der Held in meiner Geschichte. Ja. Sie wird dir. Ich übertreib's nicht mit der Helden. Schon abkaufen einigermaßen. Das wird sie schon tun. Ja. Dann, was wollte ich noch wissen? Du bist ja eigentlich immer voll nett, ne? So generell da auch. Ja, sicher. Also ich bin schon ein netter Junge. Ja, genau. Also ich meine, du bist ja wirklich immer als Charakter voll nett. Deswegen frag dich nochmal nicht. Ich hätte ja sein können, dass du da voll die Macho-Tour abziehst. Und Nee. Gut. Sie wird dir ein bisschen erzählen generell von familiären Problemen, die sie da, also was heißt, die belädt dich jetzt nicht gleich mit dem ganzen Scheiß halt. Aber wenn es halt nur drauf kommt, man fragt ja irgendwie schon nach Familie, dass ihre Schwester halt irgendwie nicht so klarkommt und bla und irgendwie Model werden will und so und ihr Döns und das ist nicht das Richtige, die ist so erst 14 und was weiß ich. Und sie ist halt froh, dass er von da weg ist, bla bla. Und was sagst du so bei deiner Familie? Ich weiche der Frage erstmal aus. Geschickt. Judy, ja, aber ich sag ihr halt schon, dass ich halt nicht aus Moskau komme, sondern halt schon weiter weg. Aber ich versuche galant das Thema zu umschiffen. Judy. Indem ich sie dann wieder irgendwas frage, quasi. Naja. Sie wird das auch durchaus bemerken. Ja, das ist alles okay. Gut, der Rest ist halt vermutlich so ein bisschen Smalltalk, nehme ich an, weil. Also. Sagen wir mal ehrlich, ich habe auch keine Ahnung, wie so ein Date wirklich funktioniert, weil wir sind hier in Deutschland und da ist nicht so eine Date-Kultur und so. Und man geht doch quasi zueinander, sagt Ficken und geht ins Bett. Nein, noch nicht. Ach so, und dafür lädst du sie in ein Mittelschicht-Restaurant ein? Entschuldige. Der Sex muss gut werden. Nein, Du musst sie halt schön schlucken, aber weißt du, wie viel Geld ich dem Kellner in den Rachen geworfen habe? Da kannst du auch mal sehen, was ich dir gleich in den Rachen werfe. Nein, Mann, man muss ja auch mal was, ne? Bam! Der erste Abend muss gut sein. Schön. Um ernst zu bleiben.
Die wird schon weiterhin mit dir flirten. Mit den üblichen Sachen. Und ich weiß nicht, ob du danach noch was geplant hast, prinzipiell, oder ob du sie halt dann nach Hause schickst. Oder ob du sagst, komm doch mit zu mir, Alter. Ich würde sie nach Hause fahren und wenn sie auf mich auf einem obligatorischen Kaffee einlädt, warum nicht? Nein, tatsächlich gut. Nicht. Ihr hat der Abend ganz wunderbar gefallen. Sie würde sich auch freuen, dich erneut zu treffen. Sehr schön. Und ja, so ungefähr. Du kriegst, warte, kriegst Karma. Das Küsschen auf die Wange. Och man! Bam, Karma. Edge zurück oder sowas. Nein! Du kriegst dein Edge zurück. Tut mir leid, Flumia, mit der Frage hat er sich's einfach verdient. Demo nicht öfter nach Karma fragen. Aber an der passenden Stelle. So. Alles klar. Das war dein Date. Da kommst du nicht drauf klar, oder? Es hat mich schon ein bisschen jetzt... es traf mich unvorbereitet. So. Den Spielleiter unvorbereitet treffen. Kann ich. Und warum? Aber diese ganzen nützlichen Tipps von Flummi. Denkt dran, sie rechtzeitig anzurufen. Spätestens 3 Tage. Alles klar, die Weses. Die weiß auf wie viel, auf wie viele Dates noch, warst du, Flummi? Die weiß noch, dass, die weiß nur, dass das unglaublich lustig wird. Ja. Easy. So, ihr habt theoretisch noch... Sieht das schon kommen. Du siehst ja auch nicht kommen. Ihr habt theoretisch noch Freizeit, bis der Dude euch anrufen wird. Zwecks Dingens. Ihr könnt noch irgendwas machen, ihr müsst aber nicht. Das liegt jetzt halt an euch. Jojo muss noch mal, ich muss eh nochmal zur Gang und der ganze Krams. Ich würde sie auch quasi ein Tag ist quasi schon ein bisschen verloren. 2 ist schon fast, aber 3 schon wieder maschemäßig. Also 1,5 Tage. Und er macht sich da echt Gedanken drum, Mensch. Das ist Taktik. Pure Taktik. Du hättest sie auch so ficken können. Du hättest nur einfach ein bisschen mehr dazu tun müssen. Vielleicht ist auch nicht jeder so eine Schlampe, verdammt. Manche Leute sind ja noch mit Manieren oder Frigidität oder was auch immer aufgewachsen. Die muss es ja nicht gleich mit jedem Ork treiben. Wer weiß, was der hat. Der ist Jäger. Der hat bestimmt Eichhörnchen-Aids. Feigst. Mhm. So. Ey. So, dann rufst du sie. Arsch. Halt die Schnauze, das war nicht gleichzeitig. Teamspeak hat uns getrollt. Nein, Teamspeak. Easy. So, du rufst sie dann später an. Alles klar. 1,5 Tage, sie ist auf Arbeit. Gut. Geht nicht ran. Ja. Ich kann ja auch einfach eine Nachricht lassen. Alles klar, ich höre. Das habe ich noch nicht ausformuliert. Na? Hey, Baby. Jo, man das hört die Schadenfreude, oder? Vielleicht lege ich auch einfach schüchtern wieder auf. So. Finde ich gut. Alles klar. Oh, kann ich mit leben, das ist eine gute Macht. Ja, ja, Mann. So sensibel. So ein Weichei. Nee. Der versteht mich bestimmt total gut. Der ist nicht wie die anderen. Ach, der denkt nicht dran, dass ich bloß meine Beine breit machen soll. Wie so ein Korkenzieher. Lass die Frau nie mit Jojo alleine, damit sie das nie erzählen kann. Lass nie. Du weißt schon, dass jemand mit hast. Irgendwie Jojo alleine. Was warum das denn nicht? Bist du? Hattest du nicht Hände in deiner Gefriertruhe? Ich hatte mal kurzzeitig einen Unterarm in meiner Gefriertruhe, ja. Da fragst du noch nach. Hast du dich mit Kaban besprochen über die Kunst des Häutens? Ja.
Und? Ja, und ich muss ihr dann mehrere Sachen zeigen, weil sie es nicht kann. Bei Menschen? Ja, und? Der war ja schon angewiesen. Da gab es nicht mehr viel zu philosophieren. Ist es nicht so, dass du dich über die Rückkehr eines Geistes freutest, der nur auftaucht, wenn du Menschen tötest? Habe ich schon erwähnt, dass ich einen Ausgleichscharakter spiele? Ein Ausgleichscharakter? Der ist mal ein bisschen asozial, nicht wie das nette Mädchen hier. Nee. Und jetzt fragst du also, was es damit auf sich hat. Alles klar. Also, ich verstehe das überhaupt nicht. Die ist sonst immer so nett zu Fremden. Es sei denn, sie haben mir ans eingepinkelt. Oder es ist Montag. Oder du weißt aber schon, dass du ein Schild trägst mit Pinkel mir ans Bein. Wieso das denn? Spinnst du? Trägst du ständig mit dir rum. Und dann wunderst du dich, dass die Leute dir ans Bein pinkeln und du hackst in die Hände ab. Die halten dich halt einfach für eine Parkour. Was sollen sie denn machen? Ich geb dir gleich ein Schild. Selber Schild. So, White Russian Harmonie. Ja, definitiv. Wir hatten gerade zu viel Harmonie mit der Daterei und so. Achso, ja, stimmt. Ausgleichscharakter. Da war richtig viel Harmonie. Sicher. So, dann wartet ihr auf die Nachricht von dem Dude, oder was? Ich sag dir schon mal, der dich anruft, keine Angst. Ja, theoretisch schon, also... Wir müssen da ja schließlich irgendwie rein. Komm, das ist ja okay. Ich sag mal, Jojo hat noch andere Sachen zu tun. Ja, alles hilft, du bist eine vielbeschäftigte Frau. Ich muss auch meine Drohne wieder zusammenbauen, ja. Der eine muss eine Drohne zusammenbauen, die andere muss irgendwelche Menschen von Armen befreien, mit denen sie sowieso nicht umgehen können, alles klar. Am Dienstag wird der Dude euch sagen, dass ein Termin morgen mit dem Dreamcast-Dinner möglich wäre um 14 Uhr. Ja, bestätige ich den nochmal. Wo komme ich? Kann ich. Aber habe ich gerade zu viel Zeit. Jo. Alles klar. Vorher nochmal kurz zusammensetzen. Kriegt Carbon dann noch eine Nachricht von Jojo? Klingt gut. Juti. Soll ich zu dir kommen? Ja, ich habe hier ein Problem. Die Drohne will nicht ganz so, wie ich will. Also komme ich zu dir. Ja. Also da ist das. Und irgendwie, ich weiß nicht, also dieser Schaltkreis hier müsste eigentlich dafür sorgen, dass das funktioniert, aber... Jojo hat größere Möpse. What? Ja. Das ist so gut. Ja, der Schaltkreis. Und weißt du, da funktioniert nicht. Und sie hat größere Möpse. Ja, das ist so quasi... Ich mache hier die Tür auf, drehe den Rücken zu, der Schaltkreis, bla bla bla, dreh mich um, Möpse. Wieso hast du Möpse? Moment, wie viel größer? Na, jetzt nicht unendlich viel. Na, du hattest von einem ausgefüllten A gesprochen. Jetzt bitte. Ah, jetzt ist es ein gutes E. Oh. Vor allem, weil ich verstanden habe, durch Teamspeak gutes E. Nee. Gut, das ist also alles, also ich sag mal, wenn die jetzt mit was Größerem ruhen würde, sähe das bei der lächerlich aus. Dafür ist sie zu klein und zu schmal. So, Schaltkreis. Möpse, warum hast du Möpse? Wo hast du die her? Warst du im Laden und hast du welche machen lassen oder ist die einfach nur aufgepumpt? Warst du bei Dr. Baryshnikov? Ich war mal seiner Frau. Dr. Baryshnika. Okay. So, Schaltkreis. Glotz nicht die ganze Zeit drauf. Du bist anders. Jetzt. Sie hat Möpse. Ja, früher hat man dich für einen Kerl gehalten. Naja, eigentlich auch nicht. Bitte? Schaltkreis, früher, genau. Früher also. Hat man mich für einen Kerl gehalten. Was war der Nachsatz? Oder auch nicht wirklich. Aha. Kerlermuskeln. Na gut. So, Schaltkreis, zeig mal. Da. Da. Ja, da. Siehst du, da. Vergrößerungsglas, da, kannst du gucken. Ja, sehe ich, nicht richtig festgelötet. Da brauche ich auch kein Vergrößerungsglas für. Ich habe das gerade erst wieder losgelötet. Das war gerade vernünftig festgelötet. Das war gerade vernünftig festgelötet. So, dann lass mich mal gucken, was da ist. So. Da, falscher Anschluss.
Da. Na, hast du wieder was festgelötet, was da nicht hingehört? So schlecht bin ich in Handwerk, Hardware gar nicht. Ich weiß das ja nicht. Das. Wie Warp? Falscher Ort, das muss dahin. Ich weiß, das kann man schnell verwechseln, aber das muss dahin. Hier steht, da holst du eine Dokumentation raus, da, dieser Anschluss. Ja, aber der Anschluss ist hier woanders. Das ist ein anderer Anschluss. Guck doch mal auf die Nummerierung. A314. Das ja, ist und A-314. Dieses kleine B da. A316. Ach, Mist. Warum haben die auch zwei verschiedene Anschlüsse in demselben Gerät? Was soll denn der Scheiß? Damit du das Upgrade anschließen kannst. Ach Gott, verdammte Scheiße. Ja, dann macht's mal bitte fester. So. Warte, gib mir mal den Kolben bitte. Wupp. Und nicht deinen. Badum. Was macht denn die ganze Zeit hier Wop? Jojo's Maps. Ich konnte es nicht, es ging nicht anders. Weißt du, wenn die so über die Drohne gebeugt ist und du plötzlich irgendwelche Schaltkreise nicht siehst, aber früher wäre das gegangen, das ist schon komisch. Okay. Ich konnte nicht anders, war zu lustig. Okay, ja. Ich gebe ihr den Kolben. Ja, es dauert 5 Minuten und dann ist deine Drohne heile. Moment. Das dauert auf jeden Fall doppelt so lange. Dauert 10 Minuten, dann ist deine Drohne du heile. Du hast nämlich Abzüge. Du merkst, dass sie etwas unkonzentriert ist. Okay. Warum bist du unkonzentriert? Was ist los? Ich bin irritiert. Durch deine eigenen Brüste? Ja, ich habe mich da noch nicht dran gewöhnt. Von wann sind die? Heute, morgen, gestern? Gestern. Okay. Sind die dann schon verheilt? Ach Gott. Na klar. Oh Mann. Na dann. Herzlichen Glückwunsch zur Danke. Wiedergefundenen Weiblichkeit oder so. Ich war auch vorher weiblich. Mhm. Ist schon so spät. Wir müssen gleich los. Fick dich. So. War dein Date? Gut. Schön. Richtig. Das ist so. Wann sagst du mir, dass sie größere Brüste braucht? Sie hat gute Brüste. Die sind genauso groß wie meine. Das ist nicht mal ein halber Greif, Mana. Ich hab's geschnitten, ich weiß es noch. Echt? Ja, nicht mal ein halber Greif. Seine Aussage war, die sieht aus wie Jojo, nur größer. Von der Figur her. Oh. Und etwas weniger abgemagert. Ich dachte, die hätte vernünftige Rundung. Wofür strenge ich mich eigentlich so an? Für einen halben Greif. Ach, man ist ja Gentleman. Ach, man ist ja Gentleman. Irgendwann muss ja die Frau mit kleinen Brüsten auch nageln. Nur ein halber Greif. Das ist ein Greif zu wenig. Immerhin hat Carbon große Hände, das ist okay. Ansonsten hast du auch Schwierigkeiten. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich stand hier vorne und du saßt da. Ah ja, richtig. Gut, aber so, wir wollten gleich los. Ach so, ja stimmt, wir wollten uns ja nur vorher zusammen... Plan? Brauchen wir nicht. Erstmal haben mit denen labern. Nicht. Nee, aber die werden garantiert mit mir labern wollen. Nutz die Zeit einfach irgendwie. Guck, wenn du Zeit hast, dass du dich da umguckst. Aufnahmegerät in den Augen. Super Sache. Ich weiß. Deswegen sage ich das ja. Du bist voll praktisch. Du bist eine Biodrohne. Ja. So in der Art. Ja, du bist eine Biodrohne.
Wenn ich ein bisschen mehr Kohle habe, dann kommen da noch ein paar andere Spieler rein. So. Aus biologisch-ökologischer Landwirtschaft. Ja. Siehst du? Wein. Die sind sehr teuer. Und heute nicht gut aufgelegt. Vielleicht findest du meine Sprüche auch nicht witzig. Das könnte ich verstehen. Ja, also ich meine... Ich habe die trotzdem Spaß. Die waren jetzt Spaß. Nicht so toll. Ist okay. Da oben sind Gönnst meine Augen. Die. So. Daran muss jetzt. Man sich erst gewöhnen. Wir gehen jetzt. Ja, ich finde die langsam auch unpraktisch. Was? Unpraktisch würde ich sie jetzt nicht betiteln. Doch. Was sagt eigentlich dein Bruder dazu? Mein Bruder? Der hat das noch gar nicht gesehen. Oh Gott, ich glaube, der wird alle Leute umbringen. Wieso sollte der alle Leute umbringen? Zum Glück werde ich mich dann schon daran gewöhnt haben und da nicht ständig hingucken. Ach so, ich sage ja, es ist unpraktisch. Hast du dich schon von deinen Freunden verabschiedet, sagst du? Nee. Ich wollte nur mal ausprobieren, was damit passiert. Okay. Für gewöhnlich spielen Männer damit. Bitte? Für gewöhnlich spielen Männer damit. Ja, ich hab jetzt gespielt. So. Das ist unpraktisch. So. Ihre Brüste sind weg. Also sind wie vorher. Ach. Ernsthaft ein Zauber? Ja klar, ich wollte nur mal wissen, was damit passiert, weil du dich die ganze Zeit beschwerst. Na dann. Jo. Lass es dir machen. Nee, warum? Dann hättest du den Job vielleicht gekriegt. Das glaube ich nicht. Wenn ein Kerl an der Rezeption gesessen hätte, dann schon. Das war meine Frau. Auch die können auf Frauen stehen. Das ist richtig, aber nur, weil ich jetzt eine halbe Körbchengröße mehr habe, bedeutet das noch lange nicht, dass... Kannst du das permanent machen? Nein. Ja. Warum soll ich das permanent machen? Was interessieren dich meine Möpse? Wieso deine? Über Nacht passiert. Super Sache. Bei wem denn? Ach, ist egal. Los, wir müssen los. Ah, deinem Date. Oh, Carbon. Schenke eine Brustvergrößerung zum Geburtstag. Wege, wie man eine Freundin, eine Frau wieder los wird. Ja. Also, wenn sie so zickig ist, schon. Vielleicht freut sie sich auch drüber. Ich weiß ja nicht. Würdest du dich drüber freuen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es machen lassen würde. Siehst du. Also, Dinge, die man einer Frau nicht schenken sollte. Es sei denn, sie spricht es an. Dann vielleicht. Aber gut. Ja? Du kannst doch gerne Gedanken manipulieren, oder? Zauberer können das doch auch. Nein. Wenn das nämlich jetzt ihre Gedanken wären, dass sie größere Brüste brauchen. Nein. Nein. Ja, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Ich dachte, das wäre so. Es ist... Ja, richtig, deine Tradition. Genau, da war was. Vergiss das, ich habe das nie erwähnt. Na, sei halt ein bisschen nett zu ihr und sprich irgendwann mal, bring's Thema drauf, sag ihr aber nicht, dass du das gerne willst, sondern irgendwie red einfach nur drüber und vielleicht erwähnt sie ja mal was. Und wenn sie was erwähnt, dann, naja. Ist es eine Falle und ich bin sie wieder los? Nein, nicht zwingend. Kommt drauf an, wie du es anstellst. Er guckt dich mit einer hochgezogenen Augenbraue aus. Ja, wir wollen jetzt los, oder? Ja, wir wollen jetzt los.
Oh Gott, bei diesem Gespräch würde ich so gerne zuhören. Ich würde dir sogar, wenn du Knopf im Ohr hast, sagen, was du sagen musst. Das ist bis dato schon einmal schiefgelaufen. Wieso? Wann ist das denn mal schiefgelaufen? Knopf im Ohr. Bei persönlichen Gesprächen. Na, ich hab dir noch nie bei einer Frau Tipps gegeben. Es ist vielleicht auch besser so. Wieso das denn? Ich bin auch eine Frau, auch wenn du mir das nicht glaubst. Mhm. Ich weiß, was die hören wollen. Kühlschrankinhalt. Deiner. Bier. Gefriertruhe mittlerweile? Was? Wie sieht deine Gefriertruhe mittlerweile aus? Nein, ich habe nicht nur Bier drin. Ich habe auch ganz viel Essen drin. Eigentlich stehen nur 2 Flaschen Bier drin. Ja, aber deine Antwort war sofort Bier. Wenn man eine andere Frau fragt, ist es direkt, ist es mit Sicherheit nicht Bier. Naja, sagen wir mal, ich habe guten Einfluss genossen. Natürlich. Gut, wie gehen wir denn jetzt gleich vor? Naja, wie gesagt, ich glaube, wenn das ein Termin ist, der extra deswegen gemacht wurde, weil ich da rumzaubern will, werden die mit mir reden wollen. Und werden dann viel mit mir reden wollen. Das bedeutet, ihr habt wahrscheinlich Zeit. Wenn sowas aufkommen sollte, guckt, dass ihr entweder die Möglichkeit bekommt, euch den ganzen Quark mal anzugucken, eine Führung kriegt oder irgendwas anderes. Führung wäre cool, ne? Ja, ja, oder halt, dass ihr euch alleine umsehen dürft. Manchmal geht das ja auch. Und das ist, glaube ich, am besten, wenn irgendwie sowas ginge. Weil gerade dann, wenn das irgendwie alles ein bisschen dauert und bla bla bla. Sag mal, wolltest du eigentlich schon mal ein Apfel sein? Fällt mir gerade ein. Alter, was? Wolltest du nicht schon immer mal ein riesengroßer Gorilla sein? Alter, was? Na, so ein riesengroßer Silberrücken. Hä? Was willst du von mir? Ich hab mich letztens in einen Affen verwandelt, weil ich mal wissen wollte, wie das ist. Du kannst dich in einen Affen verwandeln. Ich kann mich in einen Affen verwandeln, ja. Ich könnte dich auch in einen Affen verwandeln. Du willst mich verarschen, du kannst dich in einen Affen verwandeln? Na klar kann ich mich in einen Affen verwandeln. Und warum machen wir dann den ganzen Scheiß und du verwandelst dich nicht einfach in einen Affen und wir gehen in den Zoo mit dir? Weil die garantiert einen Hüter haben oder so ein Scheiß. Aktiver Zauber und bla. Da läuft ein Affe und klaut ein... Aktiver Zauber. Wie geil ist das denn, Mann? Nie wieder verkleiden. Du kannst dich einfach in einen Affe verwandeln. Ich weiß, dass ich mich in Affen verwandeln kann. Ich kann mich auch in eine Katze verwandeln. Oder in einen Köter. Nee, Affe passt besser zu dir. Oder in ein Eichhörnchen. Wie cool ist das denn mit für die Überwachung von irgendwelchen Sachen? Du kannst einfach streunender Köter da rumrennen. Solltest du ja. Sonst noch nicht in... Aber das kann ich nur in bestimmten Gebieten machen. Das kann ich halt nicht in B-Gebieten. Wenn doch nicht durchgehend da irgendwelche Wachmagier rum und laufen haben. Nein, das nicht, aber die müssen nur mal Glühmus dabei haben. Das springt sofort an. Und Glühmus ist nicht teuer, das haben die meistens mit. Dann bist du halt so ein komischer erwachter Hund, erwachtes Hund. Piech. Genug davon. Ich glaube, dass... Zur Führung von Parakritern in Städten braucht man besondere Genehmigungen. Vor allen Dingen von Kainiden. Wer sagt denn, dass sie geführt wird? Sie streunt. Dann geh wo. Dann ist sofort die gute Idee. Das klingt nach einer richtig guten Idee. Wird die sofort eingefangen. Oder abgeknallt. Ja. Eine kleine süße Katze nicht. Miau. Siehst du? Du kannst sogar die Geräusche. So. Mir wäre es ein Versuch wert. Aber nicht in dem B-Gebiet. In einem C-Gebiet oder so, da kann ich das machen. Das ist auch schon, aber nicht in einem B-Gebiet. Hm.
Kannst du auch zwei Leute zu Katzen verwandeln? Na, ich kann dich in Katze bist du zu groß für. Wie viel hat Konsti hat Kaban? 6 plus 1. 6 plus 1, also 6. Nein, aber bei dir ein großer noch, Hund geht. Du bist auch noch schwieriger, weil du so viel Wear hast. Nein, das ist da egal. Nee. Doch, das ist kein Heilungszauber. Achso, okay. Ich dachte mal, das gibt bei allen magischen Sachen Abzüge. Das wäre ja übelst behindert. Dann könntest du als Magier einen Straßensamurai genau Folgendes antun. Stimmt. Buh! Scheiße. Ich könnte dich in ein Tier verwandeln, wenn du das willst. Soll ich dich mal in einen großen Silberrücken verwandeln? Weißt du, wie gut man da klettern kann? Ne? Weißt du, es gab damals einen alten Wolltest du schon immer mal ein Affe sein? Es gab damals King einen Kong. Film. Genau, ich kenne King Kong. Weißt du auch, was mit der Dame passiert? Sie wird einfach in die Hand genommen und ich renne dann einfach nach oben. Ich lasse dich fallen, ich bin nicht King Kong. Warum solltest du mich fallen lassen, du magst mich? Damit der Zauber endet. Das ist ja offen im Gebäude. Den kann ich sowieso nur machen, wenn du das willst. Es ist eine Sache, die nur freiwillig funktioniert. Oh, das ist cool. Ja, das kann ich nur dann machen, wenn du das möchtest. Deswegen frage ich dich, willst du ein Silberrücken sein? Dann kann ich sagen, nein. Zu irgendeinem Typen, Vorsicht, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe, und er dreht sich um und er ist wirklich ein Affe. Das wäre doch voll gut. Diese Remake ist super. Ja, deswegen will ich das ja. Vorsicht, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Und dann steht er ein riesen Silberrücken und trommelt sich mit den Fäusten auf die Brust. Nee, erstmal werden sie sich auslachen und sagen, da ist gar keiner. Oh mein Gott. Und dann werden sie sich umdrehen und sagen, oh mein Gott, da ist einer. Siehst du, das wäre voll gut. Aber wir wollen keine Piraten werden. Also vielleicht ja schon. Erinnere mich daran, mich in einen Papageien zu verwandeln, wenn wir das nächste Mal auf eine Piratenparty gehen. Dann kann ich mich auf deine Schulter setzen. Das ist das ultimative Kostüm. Ah, schwul! Genau, so was kann ich dann sagen? Das hätte was. Siehst du? Und jedes Mal, wenn du irgendein Weib angräbst und ich nicht haben will, sage ich, Liste! Ist der nicht süß? Ja. Verstehst du, dann ist Jojo dein Wingman. Badum. Grillenzirpen, bitte. Mhm. Danke. Du hast es dir verdient. Wollte ich gerade sagen, du hast es dir verdient. Entschuldige, bitte. Das ist nicht mehr zu entschuldigen. Pass mal lieber auf, wenn Jojo dich verwandelt und dann Three-Fisted Monkey Style Attack! What? Es wird noch kommen. Kann ich dann selber entscheiden, dass ich nicht mehr freiwilliges Ziel bin und verwandle mich dann zurück? Nein. Das ist eine interessante Frage. Ich nehme an, mit einem Willenskraftwurf, einem Erweiterten, kannst du das irgendwann hinkriegen, den Zauber zu brechen. Aber du wärst ein riesengroßer Gorilla. Mit der Kraft von 2 Gorillas. Sogar 3. Nee, ich glaube, Gorillas sind immer noch genauso stark wie ich ungefähr. Ja, aber du kriegst ja noch Boni. Oh, krieg ich? Das ist geil. Na, je nachdem, wie stark mein Zauber ist, dann wirst du quasi noch kräftiger. Warum hast du das nicht vorher erwähnt, dass du das kannst? Weißt du, wie wir die Nazis auseinandergenommen hätten, hätte dieser große Affe die alle auseinander... Der da ein Affe den Affen aufs Maul gehauen. Sagen wir mal so, es fiel mir zu diesem Zeitpunkt A nicht ein und B hätte ich nicht garantieren können, dass ich da rechtzeitig das alles so hingekriegt hätte, wie es hätte sein sollen. Du hättest mich auch in einen riesigen Adler, eine riesige Taube verwandeln können und wäre wirklich geflogen. Nein, wie geil ist das denn? Wie machen das? Du verwandelst mich gleich in eine Taube. In dem Studio. In eine riesige Taube. Ich bin der Bisschen. Luke, ich kann dich nicht in eine Taube verwandeln. Warum nicht? Weil, also, ich sag mal so, die
Tiere, in die ich dich verwandle, müssen zumindest irgendwie ungefähr deiner Statur bzw. deiner, ne, deiner Masse entsprechen. Also es ist eine verdammt große Taube. Ja, das kriege ich aber nicht hin, weil Tauben nicht so groß sind. Ich kann dich nicht einfach in eine Taube verwandeln. Ein taubenartiges großes Fliegenviech. Also egal, was für ein Vogel wäre schon schwer, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich glaube, einen Vogel kriege ich dich gar nicht hin, weil du viel zu schwer bist dafür. Ach, jetzt bin ich auch noch fett, oder was? Ja. Ich habe eigentlich nur gesagt schwer, aber wenn du unbedingt fett hören willst, dann sage ich halt, ja, du bist fett. Fett bist du, Kaban, fett. Ist in Ordnung. Keine Ahnung, also ich glaube, was bei dir echt einfacher ist, sind irgendwelche größeren Tiere. Also, weiß ich nicht, irgendein Hirsch oder ein Elch oder sowas kriege ich bei dir wahrscheinlich hin. Bär. Ginge auch. Bestimmt. Könnte dich in einen großen Bären verwandeln. Kannst du mich auch in einen Gargoyle verwandeln? In einen Gargoyle? Nee, ich glaube, ich weiß nicht, hab ich nie probiert. Also Critter habe ich nie probiert. Also Paracritter. Ich meine, du müsstest mich theoretisch nur... Ich habe auch noch nie einen Gargoyle gesehen. Ich google dir einen. Ein Bild. Ich google dir einen und zeige ihn dir. So sieht ein Gargoyle aus. Okay. Hässlich. Ja, aber unwahrscheinlich cool. Die lieben es, auf Bogen zu sitzen und jeden anzugreifen. Die sind nämlich sehr... territorial? Sehr, territorial, genau, danke. Jeden anzugreifen, der da die Burg da besucht. Ist auch witzig. Die sehen aus wie Statuen und keiner glaubt ihnen das. Und dann plötzlich greifen die dich an. Ist auch witzig. Was sagt uns das? Wir sollten irgendwann mal in der russischen Pampa so ein altes russisches Schloss suchen, weißt du, von irgendeinem uralten russischen Fürsten. So ganz verfallen und so. Vielleicht gibt's da noch welche. Du kannst auch einfach Gargoyle-Statuen auf deine Mauern setzen. Und jeder, der Gargoyles kennt, wird davor Respekt haben. Gut, die anderen werden sich dann nicht dafür interessieren, weil das einfach eine hässliche Statuen sind. Und dann, ich kann das nicht, schade. Also ich habe mal davon gehört, dass es also so ganz, ganz kleine Gegenstände, so Puppen oder sowas, kriege ich, also da kriege ich es sogar hin, die dazu zu bringen, sich zu bewegen und so. Aber ich glaube, mit den großen Statuen geht das nicht, weil die viel zu schwer, also viel zu groß sind. Kannst du. Was? Ja. Massenbelebung, ja, du hast das aber an eine Masse und bla gekoppelt, sodass ich so. Achso, ich habe den Zauber so gemacht, dass er tatsächlich spielbar ist. Ah, das ist natürlich nett von mir. Ja, ja, du hast ihn so gemacht, dass ich ihn tatsächlich niemals schaffen würde, egal was ich tue. Das ist nicht ganz richtig. Nee, das ist richtig. Na, ich sag mal, es wäre halt doof, wenn du einfach einen 4 Meter großen Statuenmenschen am besten noch mit einer gewaltigen Axt einfach dann verzaubern könntest, dass der alles wegklatscht. Du könntest theoretisch ein Ritual lernen, da könntest du kleine Einzelmännchen quasi beschwören und die kannst du auch in Sachen reinbeschwören. Ja, ich sehe aus, als ob ich Rituale lerne, oder? Nee, aber das hat meine Mama immer, meine Mutter immer gemacht. Aha. Das war witzig. Die haben Holz gehackt und so. Praktisch. Richtig. Aber in der Stadt muss niemand Holz hacken. Die können dir auch Sachen nähen oder sowas. Das können auch Drohnen. Ja. Aber wie uncool ist das denn? Ich fand das bisher immer sehr praktisch. Ja, aber jeder kann sich eine Drohne kaufen, aber nicht jeder bastelt sich eine Puppe, die er dann mit einer Nadel ausstattet, die dann die nächste Puppe bastelt. Ja, aber... Und dann verzauberst du die auch und hast du zwei. Na, pass auf, es ist ja die nicht so... Die reproduzieren sich selbst. Na, es ist ja nicht so, als ob ich noch nie irgendwie mal überhaupt geguckt hätte. Solche Rituale sind meistens... Oder solche Sachen, da brauchst du ganz viel Zeugs für, das echt kostenintensiv ist. Ist gar nicht so geil. Wenn ich das Gleiche mit einer Drohne haben kann, die ich beliebig oft reparieren kann. Du musst mir nur sagen, was du brauchst. Wir können mal zusammen in den Wald gehen und schauen, was du brauchst. Das, was ich brauche, werde ich nicht im Wald finden. Gut, du kannst es auch in der Stadt finden. Möglicherweise, ja. Auch da gibt es Mittel und Wege für. Das weiß ich. Ich habe auch eine ungefähre Ahnung, was ich brauche. Was denn?
Na, sagen wir, das, was am ehesten bisher funktioniert hat, waren Gegenstände, die eine sehr bewegte Geschichte oder Teil einer extrem bewegten Geschichte waren. Der Person, der sie gehört haben. Ergibt Sinn, ja. Aber du willst ja nicht immer nur die Person verzaubern, sondern generell mal Sachen. Ja, aber da, ja, aber so, das sind Gegenstände. Solche Gegenstände, das bezieht sich nicht auf die Person, der sie gehört haben. Das ist egal, wem sie gehört haben und es ist egal, das, ne? Aber die Energie, die in diesen Gegenständen ist, die kann ich nutzen. Hm? Ja, ich kenne die, ich verstehe, wie das ist. Ich kenne mich damit ein bisschen aus. Was für Gegenstände hast du da immer? Ist egal. Das ist völlig egal. Okay. Ich hatte mal, was ich mal zufällig in die Hand bekommen habe, war ein Zahn von einem Troll, der offensichtlich irgendwie bei der, hier. Nacht bei des Zorns. Genau, bei der Nacht des Zorns irgendwie irgendwas mitgemacht hat. Ich hatte auch mal. Das war, glaube ich, genau, es war ein Spiel, es war ein Comlink-Spiel, ein ganz altes eigentlich, so ein völlig scheiß Spiel eigentlich von einem kleinen Jungen, das hatte ich auch mal. Mhm. Faszinierend. Hm. Ja, normalerweise gilt das so nach. Ja, so eine Tradition, also zum Beispiel Schamanen nehmen so Federn und Hörner zum Beispiel oder sowas. Hermetiker sind da eher so bei Büchern oder Schriftrollen oder so. Ich konnte auch mal, also ich hatte auch schon mal andere Sachen in der Hand. Da hat mir jemand so irgendwie so ein komisches Sandzeugs gegeben, aber es war für mich sehr schwer, was damit zu machen. Es hat so ein kleines bisschen funktioniert, aber es war irgendwie nicht so richtig geil. Es war irgendwie alles nur so halb und alles nicht so pralle. Das ist richtig. Das ist für diesen Magier war das vielleicht sogar sehr viel wert. Ich weiß. Gut. Weil ihr verschiedene Arten und Weisen habt ja, wie ihr diese Magie benutzt. Die ja. Ströme. Ich nenne sie jetzt einfach mal Ströme. Deswegen ist es jetzt sehr, sehr interessant, was du hast, weil dann könnte ich eventuell die Augen danach aufhalten. Vielleicht für dich. Dann musst du es dir nicht alles kaufen, weißt du? Ja, ich habe die beiden Sachen, von denen ich gerade erzählt habe, habe ich auch nicht wirklich gekauft. Nee, die muss man ja auch eigentlich nur sammeln. Also, wenn das gerade so kleine Gegenstände sind, dann muss man die irgendwo klauen vielleicht. Oder sammeln. Das Spiel habe ich gefunden. Auf der Straße. Okay. Ja, aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Denn ich glaube, unser toller Plan. Ja. Wir haben einen tollen Plan, den wir noch nicht ausgearbeitet haben, aber. Ja, so richtig ausarbeiten können wir den noch nicht, weil wir nicht wissen, was passiert. Der Plan ist einfach nur, dass du irgendwie es schaffst, dir so viel wie möglich anzugucken und vielleicht auch unter der Prämisse, wenn die sowieso mit mir labern, dass ihr dann schon mal gucken wollt oder irgendwie, was weiß ich, denkt ihr etwas aus. Ja, das kriege ich hin. Die sind ja nett da. Lass mal hinfahren jetzt. Also ich glaube, wir müssen auch los, oder? Ja, ja, klar. Geh nach. Three-Fisted Monkey Style Attack! Bam! Du hast die echt zu früh ausgelutscht. Nein! Kaban als Silberrücken. Kann ich gar weiß, nicht ausgelutscht sein. Ich weiß, dass das gut wäre, aber er will nicht. Der will noch. Ja, aber später. Im Kampf oder so, da wäre das witzig. Weißt du, Flummi, das Ding ist doch folgendes. Du hast dich selbst befreit von der Möglichkeit, jemandes Willen zu kontrollieren. Er ja, will ja. doch. Ein ja. Tier sein. Ein Grottenolm. Ich kann ihn leider nicht in einen Grottenolm verwandeln, das aber ist es so wäre. Tragisch. Ich weiß, es wäre mir ein echtes Pläsier.
Ja, wem nicht? Jutti. Sieht fast so aus wie ein Grottenolm. Er ist ein Ork. Und er ist auch ganz nackt. Was? Grottenolme haben kein Fell. Und er hat auch keine Haare. Ah, das ergibt Sinn. Jutti. Also, ihr kommt an. Euer Dude, der dessen Name ich vergessen hatte. Und zwar? Warte, er stand hier oben drin. Mikael Stoll. Genau. War das halt schon außerhalb des Geländes auf euch und hat sich auch richtig schnieke angezogen mit Hemd und anderem feinen Zwirn. Jojo hat sich auch wieder was Ordentliches angezogen. Ja, natürlich. Eine geschickt geschnittene Obertrikotage. Selbstverständlich. Ja, und Kavans, trägt ich auch. Etwas Hübsches. Was den Busen betont. Ich hab gerade ein bisschen Lex. Was betonst du? User in your channel timed out. Witzig. Das war zu viel für ihn. Ich hab wirklich ihn direkt Lex. Wieso hast du Lex? Wieso hab ich keine? Keine Ahnung, die ganze Zeit so. Du klingst minimal blechern halt. Das interessiert mich jetzt. Also kann ich jetzt nichts machen. Jutti, bin ich 5 Minuten AFK. Alles klar. Penis. User entered your channel. Doch nicht. Da ist er wieder. Also, Jojo hat sich toll angezogen, habe ich noch nicht gesehen. Ja, sie betont ihren Busen. Den sie nicht mehr hat. Das würde ich übrigens nochmal anmerken. Das hier, ich wollte es gerade machen, also Connection lost. Hat sie ihre Admin-Rechte benutzt, deine Gedanken lesen und sich dann rausgeschmissen? Das arme Mädchen. Ja. Ich will das quasi betonen, quasi so einfach so, ja, wenn du jetzt die ein bisschen größer machst, ein bisschen hast du vielleicht so schon. Was hat Kaban davon? Gar nichts. Er grinst einfach nur. Was zum Gucken höchstens. Das Auge isst ja mit. Auch wenn ich nicht essen darf. Jutti, also, der wartet davor. Dann begrüßt ihr euch freundlich. Dann werdet ihr reingehen. Tatsächlich ja. Reingehen. Jojo macht mal, oder ihr, ja, Jojo macht mal Hardware-Logik. Minus 1. Gilt MacGyver? Nein. Ich würfel immer so schlecht, Alter. Das ist so gemein. Nur 3. Boah, ich hab 3 Erfolge. Das kommt nur, weil ich gerade gar nicht gesehen habe, was ich gewürfelt habe. Dann guck halt ab jetzt immer weg. Also, von wegen an den Wänden irgendwelche Megasensoren, die dich brutal ficken oder im Boden, ne? Von wegen Annäherungssensoren. Ja. Können sie nicht haben. Sie haben ganz viele AR-Tapete und das würde vermutlich interferieren oder irgendeinen Scheiß und das geht nicht. Also okay, haben sie cool. Auf jeden Fall nicht. Cool. Judy, dann... Sag das nochmal. Ich möchte mich umschauen, sehr neugierig. Also, dass man das auch sieht, dass ich mich quasi, ne, so, oh geil, so mäßig. Also, das ist voll die krasse Scheiße hier. Genau, und dementsprechend rekorde ich das natürlich alles. Mhm. Und mach mal Wahrnehmung und so. Mhm. Nur 3 Erfolge. Mhm. Heute ist 3 Erfolgetag. Mach gleich mal mit. Das war voll gut. Für uns. Ja, für dich ja, für mich nicht. Mach mal gleich mit, Jojette. Was? Was soll ich wahrnehmen? Ja, ja, klar. Nur falls ich es nochmal brauche. Drei Folgetag. Echt jetzt schon wieder? Ja. Boah, ich darf einfach nicht hingucken, wenn ich würfel. Ich habe einfach nicht runtergescrollt. Ja, also. Hier wird man abergläubisch. Ah. Ich bin nicht abergläubisch. Ich wusste, dass ich Karma Abzug bekomme. Ich wusste, dass der Scheißspieler da sagt. Ich weiß nicht, warum ich das heute so lustig finde, aber es ist so. Scheiße bist! So. Spielleiter anmeckern, Strafschnaps. Wenn du dich nur hören könntest. Hm.
Wenn das annähernd so lustig klingt, wie ich das finde, dann lohnt sich das schon. Jutti, also, was ich vergessen habe. Ist eine Nebensächlichkeit, und zwar, wenn ihr reinkommt, Jojo fühlt sich an, als würdest du... Als hätte sich die Gravitation im Eingangsbereich um 25% erhöht, aber nur so im, so weiß ich nicht, 25 Zentimeter. Also wenn du die Tür aufmachst, 25 Zentimeter, erster Schritt, denkst du so, boah, shit, Alter. Die Knie. Na, Hüter! Und dann denkst du das nicht mehr. Genau. So, dann... War das Jojo? Hat sich das doch schon mal astral angeguckt? Hast du? Ja, als hat wir sie? Da vorbeigefahren sind. Astral? Nee. Ja? Nee. Und selbst wenn, kannst du nicht durch Wände gucken. Ich hab's geschnitten, du hast niemals als Ken gewürfelt. Also wirst du das nicht astral angeguckt haben. Kannst du jetzt auch noch machen. Na, jetzt das ist ja Wahrnehmung. Das vielleicht nicht so klug. Wie hoch hast du Asken? Auf 3. Okay, das ist also dasselbe wie Wahrnehmung, oder? Ja. Ja, kannst du den Wurf nehmen. Und nein, Asken ist egal bei dem Hüter. Achso, okay. So. Das gilt sogar als normal, wenn ein Magier den Raum betritt, dass er erstmal alles erscannt. Das deswegen gilt als mag super unhöflich. Ja, aber das mag das ist trotzdem normal. Magier sind halt unhöfliche Spasten. Das ist absolut korrekt. Dagegen kann ich überhaupt nichts sagen. Ja, so, ganz kurz. Und zwar ist es so. Genau. Achso, ich könnte euch mal einen Twitter-Link geben. Ach Quatsch. Oh. Jetzt wirklich. Ich traue mich nicht, Twiddler anzumachen, weil der Rechner hier sowieso schon rumspackt. Der hat schon irgendwie 5 Minuten gebraucht, um ein ODT-Dokument zu öffnen. Es ist ein gebrauchter Rechner. Der ist sehr alt. Macht Dropbox aus, das verschlingt unheimlich viel Dingsplatz. Ja, aber da ist mein Charakterbogen drin. Ja, du kannst doch trotzdem den Ordner öffnen. Der ist doch trotzdem da. Du musst es noch am Ende des Spielabends wieder anmachen, falls du irgendwas geändert hast. Also ist ja eigentlich easy. Wie gesagt, so, da, Link. Sehr gut, Kaban malt einen Penis. So. Normal halt. Ja, na klar, sehe ich ja auch ein. Auf jeden Fall sieht man ja da die Mitte des Aufenthaltsraumes, ne? Und da quasi für Jojo ist... Die haben ein Nebengebäude mit Toiletten. Das ist nicht direkt ein Nebengebäude, das ist ein Ausläufer. Ja, die haben einfach nur was... So, oh, ich hab die Toiletten vergessen. Nee. Ich hab mir einen Gebäudeplan runtergezogen, da die Räume, die eigentlichen Namen rausgeschnitten und da irgendwas eingefügt und das WC war schon so drin. Das sieht man daran, wo die Schrift hatte. Das habe ich halt so gelassen. Stimmt. Bam. Gott, ist das hässlich. Ja, es ist tatsächlich sehr hässlich. Auf jeden Fall, da in der Mitte des Raumes ist ein aufgeblähter Wurm. Der ist auch an manchen Stellen aufgeplatzt und eitrige Flüssigkeit läuft da runter. Wirk. Und er hat sich offenbar einen Kokon gesponnen und der Kokon ist quasi das Gebäude. Okay, das ist halt aber nichts mit Elise-Kokon und bla, sondern, ne? Okay. Keine Ahnung. Nein, na, vielleicht nicht, vermutlich nicht. Das hat Jojo eigentlich immer gefühlt. Nö, vermutlich nicht. Du fühlst nichts. Okay. Denn du bist ein kaltes, bösartiges Miststück. Dann lässt es auch wieder sein. Das ist schön. Also. Die Diener, also die Chefin und der eine Schnittmeister da, der Ork, warte, der Name war. Lord von Penishausen. Nein, Juri. Begrüßen euch freundlich. Dann wird Juri die beiden Herden beiseite nehmen und Dina wird erstmal mit Jojo Magierkrams besprechen im Meeting Room. Wer von euch will zuerst? Ist mir egal. Magierkram. Das heißt, sie geht in den Meeting-Raum auf die Frage hin, wegen, da sind ja Schlösser an jeder Tür und so weiter. Man kann immer noch nicht erkennen, welchen Auslösemechanismus die haben. Okay. Ja. So. Genau, also die geht dann mit dir rein, dann wirst du erstmal, du kannst dich hinsetzen, dann wird sie dir einen Kaffee oder was auch immer du willst bringen. Kakao. Limo. Nee, Kaffee. Einfach nur Kaffee. Natürlich. So, ist jetzt, war ein bisschen überraschend, dass wir uns jetzt nochmal wiedersehen. Ich hoffe, du bist nicht irgendwie sauer oder so. Nee, ich bin nicht sauer. Okay. Ich find's total gut, die Idee, dass du da jetzt da auf die Art vielleicht noch ein bisschen Erfahrung mitsammeln kannst. Voll super. So. Naja, man muss jetzt seine Möglichkeiten ausschöpfen, ne? Ja, klar.
Das Ding ist jetzt folgendes. Also es ist nicht ganz ohne so eine magische Produktion, also eine teilmagische Produktion irgendwie zu machen. Das heißt, du hast da spezielle Auflagen. Wir haben ja spezielle Auflagen. Das heißt, man wird, wenn wir das anmelden, dann geht das halt erstmal durch die ganze Tretmühle von Verwaltung und so weiter. Dann werden erstmal wird deine SIN überprüft, da werden Daten abgefragt und so weiter. Dann an die Drehtage, an denen du irgendwas Magisches machst, müssen halt vorher festgelegt werden. Und es ist so, dass an Drehtagen danach direkt theoretisch die Polizei bei dir zu Hause vorbeikommen kann, um zu untersuchen, ob du irgendwelche Zauberei ausführst über das hinaus, was du halt dort durftest. Ich weiß nicht genau, wie sie das nachvollziehen, keine Ahnung, wie das geht. Aber sie haben auf jeden Fall das Recht, dann auch deine Wohnung unter anderem zu durchsuchen und so. Also es ist nicht ohne. Es passiert so gut wie nicht, vor allen Dingen bei dem Umfang, den wir haben. Das ist ja ein Projekt, was sehr klein ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. So, was noch? Die SIN deiner Angehörigen, also Familie, wird auch überprüft auf irgendwelche Sachen. Wenn du Vorstrafen hast, können wir das ja auf keinen Fall machen. Also Strafzettel und sowas zählt natürlich nicht. Und ja, der Rest sind dann halt die, also der Rest hier, ich habe den Vertrag mit, sind eher so Sachen, okay, in welchem Rahmen sind dann irgendwelche Strafen von wegen Geldstrafen und sowas, wenn du hier irgendwas machst, was nicht gedacht wurde, irgendwelche Zauber ausführst, wie du keine Lizenz hast und so weiter. Ja, es ist, du musst dir das auf jeden Fall alles genau durchlesen. Es ist nicht ohne, ja, aber bisher hatten wir nie irgendwelche Probleme dann. Es ist halt eher so dieses, die Gängelei halt, die normal ist irgendwie staatlich mit erwarten. Okay. Wie oft habt ihr das denn hier schon gemacht? Also sowas in dem Rahmen? In dem Rahmen hatten wir nie irgendwelche magischen Sachen dabei. Ja, wir hatten viele Produktionen mit Magie und wenn es Stuntman-Adepten waren oder sowas. Sehr häufig. Also bestimmt 20, 30 Mal auf jeden Fall. Okay. Es muss halt auf jeden Fall vor, das ist halt dann eher dann die Sache von Mikael, vorher festzulegen, wann was gedreht wird, wo Magie eine Rolle spielt, weil das muss halt vorher genau festgelegt werden, an welchem Tag es quasi dir erlaubt ist, da irgendwelche Zauber auszuführen mit der Lizenz halt, ne? Im Rahmen der Produktion. Na klar. Ja. Also normalerweise passiert da nichts, aber theoretisch haben sie halt die Möglichkeit, dann auf jeden Fall eine Wohnungsdurchsuchung zu machen. Also, die haben sie ja sowieso, ne? Sobald du Magierin bist, können sie ja immer kommen und theoretisch können sie immer kommen. Aber da ist es halt wahrscheinlicher, dass es passiert. Okay. Wie sieht das denn hier irgendwie, also es gibt hier jetzt nichts, was irgendwie mir Probleme machen würde oder, na gut, darum werden sie sich dann wahrscheinlich kümmern. Das kommt ein bisschen drauf an, was genau gemacht wird. Es kann höchstens sein, dass wir halt rausgehen dann, um die Szene zu drehen. Ja. Ansonsten haben wir ein spezielles Studio, wo dann auf jeden Fall gesichert ist, dass du sowas machen kannst. Okay, also ich meine, was du meinst. Nicht, dass irgendwie dann plötzlich, ne? Nee, keine Ahnung. Irgendwie. Das ist schon bedacht. Okay. Dann ist ja gut. Mhm. Hast du ein bisschen erstmal Fragen? Naja, wie gesagt, also wie das aussieht, also auch wenn ich, manchmal muss ich Sachen vielleicht ein- oder zweimal ausprobieren, das funktioniert nicht immer alles sofort. Ich meine, ja, auch, das ist ja bei den anderen Szenen, die Leute haben ihren Text ja auch nicht hundertprozentig drauf, ne? Ja, nee, was ich meine ist auch gerade, wenn wir was draußen machen, also wie gesagt, ich habe echt keine Lust, dass mir hinterher irgendwas, weil irgendein... Nee, auf dem Gelände haben wir ja dann vorher angemeldet, dass da was passiert. Das ist ja alles okay. Okay,
Also das heißt auch außerhalb dessen ist auf gar keinen Fall. Also wirklich diese speziellen Drehtage dann, das ist nicht flexibel. Man kann das nachmelden, aber du musst es halt im Voraus 3 Tage anmelden, wenn was ist. Also okay. Wenn man was nicht schafft, dann kannst du halt danach immer noch sagen, wir sind nicht fertig geworden und so weiter. Aber ja. Okay. Ist auch nicht ganz billig, aber das ist eine Sache, um die kümmerst du dich ja nicht, sondern dann halt, okay. Nein, aber ich bin da manchmal ein bisschen vorsichtig. Ja. Was hast du für eine Tradition? Oder welcher Tradition folgst du? Ich meine natürlich. Ja. Naja, ich glaube, wie sagt man das denn? Ich glaube, es passt am ehesten das, was, glaube ich, gemeinhin so als Chaos-Magie bezeichnet wird. Mhm, okay. Sie hat länger gebraucht, weil sie offenbar etwas nachgelesen hat. Nee, sie hat lange gebraucht, weil sie... Ich meine die Chefin da. Sie musste nachgucken, was Chaos-Magie ist. Du hast auch gesehen, dass sie erst dachte, ah, Gott, Chaos-Magie, das klingt schon wieder richtig so, als hätte ich darauf keinen Bock. 3 Zeilen gelesen, achso, alles klar. Ach, das war so dieses... Moment, wir reden jetzt hier aber auch von der gleichen Chaos-Magie, ne? Von wegen... Die SR-Chaos-Magie. Ich nehme aus jeder Tradition das, was mir passt, und dann mache ich daraus einen Krimskrams und sage, ich bin der Geist. Ja, genau, das meine ich. Ja, das passt immer am besten. Ja, na klar, aber sie kennt das nicht und dachte erstmal, Chaos klingt so, als hätte ich darauf keinen Bock von Gloom und auch Tagen. Ja. Ich meine natürlich, ich kann das. So. Nee, easy. Gut, dann ich mach den Vorschlag, du bleibst hier, guckst dir das genau an. Ich guck draußen nach den Leuten. Da drüben ist die Kaffeemaschine, Kakaomaschine, alles halb in einem. Und guck dir das genau an. Entscheiden musst du dich sicherlich nicht heute. Alles klar. Gut. Dann lächelt er dich freundlich an. Jojo lächelt freundlich zurück. Ja, aber natürlich. Und mit freundlich meine ich herzlich. Das ist eine Steigerung. Das ist nämlich ehrlich. Ja, Jojo lächelt sie freundlich an. Das ist eine nette Dame. Jojo so freut schön. Sich, hier zu sein. Oh, das ist so toll. Kaba, machst du mal bitte Etikette. Yay. 3-Erfolgetag. Mal gucken. Stimmt. Etikette. Gebräuche. Ich hatte sowas mal. Du hast es, ich glaube, auf 1 oder so. Nee. Ich glaube, sogar höher. Stimmt, du hast es gesteigert. Nee, er hat es auch vorher schon so hoch. Echt? Ja. Das ging auf... Charisma. Da habe ich richtig viele Würfel. 3-Erfolgetag wäre cool. Ja, 3-Erfolgetag, ne? Läuft. Ich hatte übrigens auch 3 Erfolge, das ist irgendwie ganz schön krass. 3 Erfolge-Tag. Mysteriös. Guti. Also, der Schnittmeister wird mit euch erstmal auch was zu trinken holen, ist ja ganz klar. Dann sich kurz mit, Michael über irgendwelche Sachen unterhalten, die sie dann schon in der Mail besprochen hatten. Und dann tritt dieses richtig geile, unangenehme Schweigen ein. Wo die Leute dann auch gern von einem Fuß auf den anderen treten. Diese Art von Schweigen. Mhm. Das man nur machen kann mit richtig guten Freunden. Nee, dann ist es ein anderes. Ja, richtig. Ja. So, und dich kenne ich gar nicht. Ja, das ist richtig. Ich bin auch eigentlich neu, so als Berater dabei. Berater, was berätst du denn? Ja, es geht so ein bisschen um Zoologie und so weiter und halt Magiekrams dabei. Okay. Alles klar. So. Einfach mal ein bisschen Sachen da reinbringen, ein paar Ideen. Wo man sich dann die besten Ideen rausgucken kann. Nee, ich verstehe schon, so Hentai-Sachen ist mir alles klar, was ihr da machen wollt. Ja, kaum machen. Aber nicht bei uns. Nee, solange du mir nicht irgendwie überall Blumen ja dahin streust, na klar, willkommen. Ja,
Lumia muss ich da nicht unbedingt, wir können ja auch Töpfe nehmen, das ist ja, man kann die ja eintöpfen. Man kann es auch einfach einschneiden, ne? Also die Datenbank ist groß, das Model nacharbeiten kann man auch, wir kriegen die Pflanzen schon alle hin, je nachdem. Also ich nehme an, ihr wollt nicht einfach nur eine Pflanze, die da steht und was wird dafür so viel Geld ausgeben, dass ihr halt diese tolle Pflanze habt, oder? Nee, aber wenn man dann mal so an so einer Pflanze vorbeigehen muss, dann bewegt man sie ja, dann ist es wahrscheinlich teurer, das zu retuschieren, oder? Nee, Quatsch. Ich meine, dann muss ja auch der Schauspieler das wissen, dass da jetzt in dem Moment eine Pflanze ist. Ja, aber da seht ihr dann auch, also das können wir alles, ich meine, die Datenbank ist ja riesig, die AR ist ja, na die AR ist ja die AR ist ja die AR und die VR ist ja noch gleich viel schlimmer, das heißt, du hast ja wirklich, wir haben ja alles da und du legst dann einmal fest, okay, der wird circa von hier bis hier laufen, wenn du dann zum Beispiel sowas hast, wie der läuft sehr schnell, dass du dann den Fahrtwind nachher hast, dass sich das alles ein bisschen in die Richtung wiegt, dann stellst du einmal ungefähr ein und wir können es dann nachher noch ein bisschen nachretuschieren, aber der sieht das ja auch, wenn du zur Not kriegst halt hier Kontaktlinsen dann, ne, dass du dann die AR-Sicht hast, wenn du es selber nicht hast, und dann ist halt easy. Also das geht schon. Oh, cool. Also es kommt halt darauf an, wenn es irgendwelche Pflanzen sind, die man in rauen Mengen sehr billig beschaffen kann, dann kannst du das, dann könnt ihr das auch mitbringen. Aber es lohnt sich halt oft nicht, gerade wenn das irgendwie Special-Pflanzen sein sollen, ja, die dich dann würgen oder so, was weiß ich, was der Taubenschamane für Probleme hat. Ja, ist richtig. Was macht ihr denn im Computerraum oder? Also, ich kenne mich, also ich interessiere mich ja total für das ganze Drumherum und so weiter. Kannst du mir das mal zeigen? Daddy, kann das sein, dass dein Mikro ein bisschen weit weg vom Mund ist? Besser? Gucke dich das an. Die Blechtrommel ist vorbei. Alles klar. Was war jetzt nochmal genau die Frage? Alles. Alles. Ich hatte irgendwas mit Computern verstanden. Genau, ich wollte eigentlich ich wollte ihn dazu bringen, mich in die Computerräume zu lassen. Also mich ein bisschen rumzuführen. Also sprich, war die Frage, ob er mir das mal zeigen kann, wie die das machen. Alles klar. Ja, der Magier, das dauert immer lange. Wir können kurz mal gucken gehen, ja. Wo stehen wir übrigens? Bitte? Wo stehen wir übrigens? Na, ihr seid bisher noch im Aufenthaltsraum gewesen. In der Nähe der Theaterbühne. Wie gesagt, ich habe mich umgeguckt. Ja, das ist alles safe. Ihr geht dann Richtung Schnitträume und geht in den ersten Reihen, der halt unbesetzt ist. Du hast also hier da die Eingangstür, ne? Und dann ist das halt so unterteilt. Und er führt euch halt in den dann direkt rechts unten. Und da hast du halt im Wesentlichen, pass auf, nicht. Also du hast da ein Kabel aus dem Schreibtisch führen, was man sich offenbar ins Gehirn jagt. Und ansonsten liegt da eine Packung Snickers. Eine Wasserflasche steht da, ein Raum, Lufterfrischer und sowas. Also da ist nicht viel Technik zu sehen. Massagebett wahrscheinlich. Ein Massagestuhl. Oh. Ja, also das ist jetzt überhaupt nicht zu sehen. Das ist halt, ne, ich kann mal... So, hier kommt eine Comic-Anfrage und dann siehst du halt ungefähr so von einem... Genau, die haben ja so ein paar Werbefilme, die sie einfach für sich machen, was sie so machen, ne? Lädt er den quasi rein und zeigt dann, was er da ungefähr machen kann mit Schnitt und mit irgendwelchen anderen Sachen, mit Einspielung, mit Daya und dem ganzen Scheiß und zeigt dir halt so ein paar Sachen. Ich tue natürlich auch total interessiert. Zum einen, weil es mich wirklich interessiert. Und guck mich halt in den Raum und da gibt's halt wirklich keine, irgendwie irgendwas, was unter dem Tisch steht oder sowas. Was halt so sagen würde, hey, ich bin ein Knoten, nehme ich mit. Nicht in dem. Also das Kabel führt in den Schreibtisch rein. Der ist dann hinten halt, offenbar ist das irgendwie eine doppelte Wand und da könnte was dahinter sein. Aber das ist halt ein sehr sauberer Arbeitsplatz, wo du halt sowas Ekliges wie Knoten gar nicht hast. Ja, es ist ja AR, was er mir zeigt, richtig? Ja. Ich wandere in der AR rum. So, dass ich halt ein bisschen laufe.
aus dem Schnittraum raus, mal in den anderen zufällig reingehe, um mir halt in der AR ein bisschen zu bewegen, halt um die Pflanzen von verschiedenen Richtungen zu sehen oder halt verschiedene Sachen, die er da machen kann. Und zufälligerweise gehe ich dann halt in einen anderen Schnittraum und guck mal da, ob da was liegt. Das ist ein sehr netter Gedanke. Er zeigt dir was in der AR in dem Fenster, ne? Mist. Er zeigt dir quasi die Oberfläche von seinem Programm und den Film und dann die ganzen Tools, die er hat. So wie du jetzt quasi das Twiddler-Fenster siehst mit den Tools. Oh, sind da jedenfalls Penisse aufgemalt? Da sind keine Penisse aufgemalt. Oh, das ist ja noch professionell. Nicht so wie wir. Hallo, wir sind ultra professionell. In dieser Karte steht nach nur 10 Minuten immerhin schon Backroom-Casting. Dann ist da ein Penis und Brüste, noch ein Penis und eine Frau mit Möpse und Muschi. Und der Penis hat sogar ein Piercing. Ich weiß nicht, was du noch willst. Ein großes X, wo drauf steht Knoten. Glaub mich. Zufrieden? Okay. Bist du jetzt zufrieden? Sehr schön. Sowohl das X als auch der richtige Knoten sind sehr witzig, ja. Gut. Zumal das wirklich wie aus der Pistole kam. Streng uns halt an für dich, wir lieben dich doch. Ja doch, schön. Okay, das heißt, wir müssen gar nicht herein, das ist super. Also nur für den geneigten Zuhörer, das X ist außerhalb des Gebäudes. Und der Knoten daneben. Jo, daneben ist eine Sondermülldeponie mit offensichtlich herumschwebenden, wie heißen die gleich, verseuchten Geister, da weiß schon. Ne? Na sicher, das ist ein Geister. Dann, klar. Ja, klar. Okay, wir gehen da nicht rein. Wenn die hier sind, ganz viel Spaß haben. Ja, endlich zu Hause angekommen. Was? Du bist in Wirklichkeit ein toxischer Magier, wir wissen es alle. Was? So hießen die hier, genau. Ich gebe mir Mühe. Fresh Meat! Ja, also. Gut, ich werde dann also nicht wie ein gehirnambitiertes Menschending durch den Raum laufen. Es ist auch so, du könntest, denn, also die anderen Räume waren halt verschlossen, ne? So ist also. Es halt. Ja, mach's mir ruhig noch schwerer. Ist okay. Ich verstehe das. Entschuldige bitte, warum sollten ihr euch überall reinlassen? Ist okay. Vertrau uns doch einfach mal, wir sind liebe, liebe Orks und andere Menschen. Nee, du bist ein dreckiger Ork und ich eine hinterlistige Magierin. Ich finde, sie hat das ausgezeichnet dargelegt. Und? Ich habe halt nur rationiertes Wasser. Weißt du, wen ich direkt zum Knoten geführt hätte? Einen Silberrücken. Aber nee, da feine Herr will ja nicht, alles klar. Mein Top ist hab ich, silbern. Hast du meinen Rückenhage mal gesehen? Vielleicht sind die ja silbern. Ein echter Silberrücken ist ein Gorilla. Deine Mutter ist ein Gorilla. Und Jojo, du hast... Ja, das ist richtig. Und Jojo, du hast gesagt, du bist fein angezogen und ich glaube nicht, dass du ein silbernes Top trägst und das bezeichnet als, ich habe mich heute hübsch gemacht. Geschäftsmäßig. Nein, Moment, nicht geschäftsmäßig, weil ich muss ja doch noch den... Ich muss ja den Stil... finden zwischen dem Stil, den ich beim ersten Mal hier hatte und dem Stil, den der Typ von Jojo kennt. Ein das bedeutet, silbernes Top. Nein, es ist kein silbernes Top. Das bedeutet, sie ist ein bisschen... Also sie hat alternative Klamotten an, aber die sind einigermaßen hübsch, ganz und, ne? Oh, ganz. Ja. Die werte Dame. Sie hat ganze sie Klamotten sind einigermaßen an. Hübsch. Hübsch. Alles hübsch. Klar. Das Einzige, was sie noch besser zur Geltung brächen, wären... Ganz, ganz dicke, dicke Titten. Habe ich dir von Anfang an gesagt, aber sie wollte ja nicht. Du lässt jetzt tatsächlich die Brüste vergrößern, oder was? Was? Ich sehe das schon kommen. Habe ich das gesagt? Wir hauen die irgendwann mal bewusstlos und dann wacht sie auf und hat auch dicke Brüste. Das finde ich witzig. Also ich habe prinzipiell gegen diesen Plan nichts einzuwenden. Haha, nächstes Mal, wenn du zusammengeflickt werden musst, bringe ich dich zu meinem Schattendock. Die brauche ihre Milz nicht mehr, steckt das einfach unter dem Möpse. Der macht das. Ich weiß.
Obwohl, nee, der nimmt die Milz raus und füllt ihre Brust mit Fett auf oder so. So, und jetzt, dann erklärst du das bitte meinem Bruder. Die wollte das. Die wusste das nicht. Die war nicht mal bei Bewusstsein. Die konnte das überhaupt nicht. Das erzählt sie, weil sie sich schämt. Du weißt ja, wie die Frauen sind. Die sind immer so ein bisschen, oh nee, du lass mal, das will ich gar nicht. Aber die hat sich gefreut, hat die sich. Und er wird sich bedanken. Endlich kann ich meine Schwester mal angucken und denk nicht, das ist ein Kerl. Alles klar, genauso wird's sein. Okay. Also gut, Na dann, der Plan steht. Dann guck mal, dass du Jojo Sachen genau bekommst, lieber Spielleiter. Gut, also. Ja, ich lass mir dann auch dann, wenn er dann fertig ist mit seiner coolen Beschreibung, dann lasse ich mir natürlich auch die Studios zeigen. Nee. Achso. Nee. Dann nee. Also ich meine, du kriegst ein paar Fotos von den Studios. Das sind halt hauptsächlich Greenscreens. mit verschiedenen Geräten, die man auch so brauchen könnte. Also zum Beispiel irgendwie, die den Boden dann auch erhöhen kann oder irgendwelche Leitern oder irgendwelche Haken aus den Wänden, dass man da irgendwie geil klettern kann oder so ein Shit. Das eine Studio ist wohl ein bisschen größer, um dann noch irgendwelche, also höher, um dann noch ein bisschen anderen krassen Stuff zu machen, aber rein, die drehen halt gerade zum Teil und zum anderen ist halt, ne? Das kann auch nur die Chefin öffnen. Die Storarsche sind wahrscheinlich, Oh Gott, das ist so furchtbar, das zu lesen. Na, das ist halt irgendwie, das sind ja Lagerräume für irgendwelchen Scheiß, den sie brauchen, ne? Gut. Ja, ich lass mir das quasi erklären, wo hier was ist und so. Ja. Die Chefin kommt dann auch irgendwann und fragt, ob alles in Ordnung ist bei euch und wird dann aber vermutlich sich mit Mikael unterhalten, weil, weiß schon, die Geld fragen. Und würde natürlich mit ihm auch woanders hingehen. Und wir werden wo gelassen? Zurzeit noch im Schnittraum. Was aber erstmal nichts heißt. Der hätte natürlich auch in seinem Präsentationsraum quasi. Da geht sie jetzt mit ihm hin. Ah. Sehr schön. Treppe aber das nach ist oben halt, oder nach das unten? Das ist halt wie ein Mini-Kino, ne? Treppe geht zur Dachterrasse. Steht auch da. Gibt's ja auch eine Treppe. Ja, das weiß ich, aber gibt's auch eine Treppe nach unten? Haben die das Ding Keller? So, deine drei Erfolge. Es gibt keine Treppe nach unten, aber das Ding hat vermutlich einen Keller. Einfach weil ein paar, also eins der Studios war auch noch, konntest du den Boden irgendwie voll crazy absenken und so. Und das lohnt sich ja nur, wenn, du hebst ja nicht für ein so ein Studio noch einen Keller aus. Das machst du dann muss es mindestens irgendwo Aufzüge oder eine Treppe nach unten geben. Gute Beobachtung, Schätzelein. Juti. Jojo liest sich den Blödsinn durch, nimmt aber auch irgendwann das Ding und geht irgendwann aus diesem Raum raus. Alles klar. Ja. Guckt sich halt ein bisschen um, aber auch so sie guckt sich auch unschuldig um. Also sie macht jetzt keine Türen auf und oder sowas. Sie macht ganz große Augen und ist etwas verlegen und schlürft nochmal an ihrem Kakao-Kaffee. Genau das. Gut. Dann guckt sie sich ein bisschen um und sieht ein bisschen hilflos aus. Ich habe gehofft, also ich habe erwartet, dass ihr sowas macht. Jetzt der Typ bei Carmen, also Juri, wird dann sagen, deine Kollegin da ist gerade aus dem Raum raus. Wir könnten vielleicht zu ihr gehen. Klar. Ja, nicht, dass sie sich hier verläuft. Ja, richtig. Der Typ hat übrigens auch Tränensäcke. Die enden dort, wo seine Grübchen beginnen. Das ist... Der hat offenbar auch was zu tun. Den so richtig glücklich, dass er sich gerade mit Asis beschäftigen muss und nicht vorher sein kann. Ja, das nicht mehr. Also ich meine, der ist jetzt einfach nicht der Typ, der einfach, den du auf eine Geschäftspräsentation schicken würdest, wenn es wichtig wäre. Bei Leuten wie euch macht er das schon, aber der ist einfach nicht der Entertainer und Erklärer und so. Aber er ist halt einfach auch müde und sowas und erschöpft und ausgezehrt. Mhm. Ach, da könnte er wohl was tun. Macht sie aber nicht. Da hat sie keine Lizenz für. Nee. Hattest du nicht keine Magie-Lizenz? Nee, für nicht mit dem. Nee, für die habe ich Wahrnehmung, und obwohl ich das nicht kann, und Manipulation. Perfekt. Ja, ich würde mich quasi einmal erkundigen, also Entschuldigung. Ich müsste mal einen stilleren Örtchen aufsuchen. Das finde ich wo?
Ja, in die stille Kammer kann ich dich jetzt leider nicht lassen. Davon. Also da, warte, hier, AR-Lageplan, da. Oh, ich krieg einen AR-Lageplan. Krieg ich dann noch die ganzen Sachen drauf, was da drauf steht? Na, das habt ihr ja sowieso. Also, du musst, musst du nicht, aber das steht, alles, was auf dem Ding steht, die Karte, die ihr habt im Twiddler und auch so, habt ihr, wenn ihr da reinkommt, bekommt ihr einen kleinen Link hier, bitte hier ist der Plan und so. Wieso abfotografieren? Das ist öffentlich. Ach so, okay. Weil da steht ja im Wesentlichen nichts, also. Ja, aber für später, wenn wir das, ne? Richtig. Der Plan, der wird mich wahrscheinlich nach hier gehen. Okay. Ja, genau. Du gehst auf das Jungen-WC, das ist schön. Ja, ich könnte natürlich auch in das WC hier unten gehen, was mich irritiert. Ja. Ist das das Troll-WC? Ja. Ich habe gerade überlegt, wozu ich da noch ein WC habe und dann ist mir zum Glück im selben Video eingefallen, Trolle brauchen immer große Schüsseln, Trolle und Behinderte. Und welche mit richtig viel Cyberware, eigentlich gehörst du auch in die Kategorie. Nicht, dass du die Schüssel zerdrückst, du schwerer Junge. Ja, aber ich würde trotzdem in die Richtung gehen. Okay. Weil hier steht Notfallraum drauf. Ja. Dann ist da auch Notfall drin, wahrscheinlich. Da hat dir das erklärt, dass es, falls mal im Stuntman was passiert, so ein ne, Mediraum. Was? Feuerlöscher hast du auch so ab und zu mal hängen. Ah, Feuerlöscher. Na guck. Wie weit stehen die jetzt? Naja, die sind halt im staatlich verordneten Abstand von, keine Ahnung, Alter. Da ist einer. Von je nachdem, wie viel Bestechungsgeld du gezahlt so hast, aufgehangen. Bei der Größe ist es jetzt nicht wichtig, ob du 3 Feuerlöscher mehr oder weniger hast. Weißt ach, du, das Russland, das ist alles korrupt. Ja, aber so. Weißt du, es ist weniger teuer, die aufzuhängen, als so einen Typen zu bestechen. Ich wollte auch nur einen blöden Spruch. Die musst du aber alle 3 Jahre wieder, alle 2 Jahre erneuern. Das musst du in Russland nicht und erst recht nicht mehr in Shadowrun, weil damit schaden wir der Wirtschaft und damit kommen mehr Sinnlose und Asoziale und dreckige Orks und das kann man nicht machen. Ach, deswegen sind die Orks entstanden, wegen den Feuerlöschern. Jetzt ergibt das Sinn. Ja. Der Ultra. Die ganze Sache hat Orks gezüchtet. Nacht des Zorns, was denkst du denn? Da weißt du, wie viel die da mit Feuerlöschern hantiert haben. Jetzt du, mal was glaubst du denn, wo die ganzen Behindis herkommen? Jetzt mal, Daddy, ganz im Ernst. Ich möchte, dass du dir ein paar Sachen vor Augen führst. Die Leute erzählen dir, ja, und Orks und Elfen und Trolle sind auf magische Weise entstanden. Viel wahrscheinlicher ist doch aber, dass es von Konzernen ausgewittert geschaffene Mutationen sind, damit man eine künstliche Unterschicht generiert und eine künstliche Oberschicht, nämlich Elfen und Menschen, und der Abschaum des Restes, der wegen seiner Körperlichkeit, wegen seiner kurzen Lebenserwartung, wegen seiner offensichtlichen Dummheit und Aggressivität kriminell und unterschichtlich sein muss. Sie haben die perfekten Hartz-IV-Empfänger geschaffen. Ich will dich nicht unterbrechen, aber dafür gibt es RTL. Ja genau, aber jetzt siehst du den Menschen noch eher an, ob sie Abschaum sind oder nicht. Das ist alles konzerngemacht, Alter. Stay true. Übrigens, der Notfallraum, so hat hier hinten so eine Mini-Einfahrt, damit ein Notfallwagen da halten kann, falls mal wirklich was Ernstes ist. Also ist da auch so eine Tür noch, die man, so eine Garagen-Hochschiebe-Rolltür. Mit extra Sicherung oder ohne? Ich bin nicht da, scheiße. Ich schau da mal rein. Du kommst nicht in den Notfallraum, der ist zu. Schade, aber das ist so bestimmt eine Glastür, wo ich durchgucken kann. Nein. Ich mache ein Foto davon, von dieser Tür, die zu ist. Du nimmst eh alles auf. Ja, das ist richtig. Ja. Und dann gehst du scheißen. Ja. Wie ist denn das WLAN hier? Was? Du meinst? Wie ist denn das WLAN auf dem Klo? Ich wollte noch ein bisschen Angry Birds spielen. Ja. Na, halt. Gut. Na, hier, die hatten die diesen Knotenfänger da, ne? Da muss man. Aber das heißt nicht, dass das WLAN schlechter ist. Und die wissen halt die ganze Zeit, wo ihr seid, aber das wissen sie ja sowieso, weil ihr ja angemeldete Gäste seid. Und die wussten ja auch sofort, dass du rausgekommen bist. Kaban. Ja. In dem Witz. Also dem WC. Mhm. Läuft gute Musik. Fahrspielmusik. Gibt es ein Fenster nach draußen? Nein, lasst mich. Ach so. Ich tue euch gerade. Ist eine Treppe nach unten? Unterbrecht mich. Alles stinkt. Euch reingefallen. Stinkt.
Man kann sich durch die Toilette nach unten in den Keller spülen, zum Serverraum. Nein, wir sind nicht bei Harry Potter. Dann wäre da auch eine riesige Schlange rausgekommen. In den geheimen Pornokeller. Harry Potter und ein Stein. Noch besser. Dann lass mal zu sprechen und zu sabbern. nein, also. Das war, ne? Da liegt vor Aldi und stinkt nach Bockwurst. Besoffen vor Aldi und stinkt nach Aldi Bockwurst. Und stinkt nach Bockwurst, genau, oh, schön. Ach, die Frau hat's drauf. Ich wollte auch mal was sagen. So, also, pass auf. Schlitz! es ist so, verdammt nochmal, die Beleuchtung. Alles klar, fickt euch! Könnte mich jetzt ganz kurz vielleicht zu Wort kommen lassen. Die Beleuchtung also ist so gemacht. Ihr habt ganz viele kleine LEDs in einem sehr regelmäßigen Abstand natürlich, sodass du so einen generell schönen warmen Lichteinfall hast und nicht so eine Lichtquelle, was ja total gay ist und keine gute Arbeitsatmosphäre und so, ja. Und auf dem Klo hast du das auch, aber jede dritte LED sieht da ein bisschen. Jede dritte LED sieht da nicht ein bisschen anders aus, im Gegensatz zu. Also da sind sie durchgängig, ne? Und in allen anderen Räumen fällt dir dann so so nebenbei auf, ist das da, ist jede dritte ein bisschen anders. Na, 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 Kamera! Fuck yeah. Scheiße, die kriegen wir noch nie ausgeschaltet. Jede dritte LED ist eine Kamera. Ja. Offensichtlich. Also. Nein, jede dritte LED sieht anders aus. Es muss nicht zwingend eine Kamera sein, es kann auch ein anderer Sensor sein. Aber es ist irgendwas. Vielleicht ist es ja auch ein Geruchssensor, damit man die Frauen wieder besser entdeckt. Ja, endlich wieder Ungleichberechtigung. Nach Männer riecht man genauso, wenn die gerade gewichst haben. Ja, aber wir wichsen so. Aber das tun sie nicht vor dem Shadowrun. Das tun sie einfach permanent, deswegen sind sie das schon nicht mehr sensibilisiert. Ja, siehst du, dann erkennt man es ja doch wieder. Oh, der riecht nicht nach Sperma. Sinn. Der muss auf dem Run sein. Vorm Run kein Sex und keine Masturbation. Das verringert nur deinen Gehalt an hier, ich weiß schon, Testosteron. Und das wollen wir nicht. Dafür gibt's Testosteronpräparate. Solltest du vielleicht ein paar mehr kein nehmen. Mann, der auf sich hält, würde so etwas nehmen. Nur DDR-Schwimmerinnen tun das. Das sind ja auch keine Männer. Also wahnsinnig jedenfalls nicht. Also ich glaube, die waren männlicher als wir beide zusammen, du. Ja, auf jeden Fall haben sie mehr Testosteron. Also. Auf jeden Fall. Ich bin die Helga. Mhm. Also, natürlich das Helga. Gut, genau, wir müssen uns das aufschreiben. Kommt dann zu dir, Jojo, Helge. Und ja. Fragt dich. Na? Hast du Fragen? So. Na, ich hab mir das mal durchgelesen. Das war schon ganz schön krass. Ja, ich hab mir das nie durchgelesen, muss ich sagen. Ja, weiß das nicht. Kann ich verstehen. Das liest sich auch irgendwie nicht gerade spannend und. Ja, ich musste ja schon den anderen Kram lesen. Ist auch nicht so schön. Nee, es ist, ich hab schon gehört, das ist halt ganz schön krass, aber von dem, was ich gehört habe, von anderen, in anderen Berufen oder an solchen Sachen, wo man halt irgendwie was mit Magie macht, ist ja genauso krass. Ja, trotzdem. Für so mal eben. Ja, das ist wahr. Darum geht's halt eigentlich. Das sehe ich ja, ein, aber so. ich hatte bisher auch nicht erwartet, dass sie einfach ankommen jetzt mit beim Pitch and Chamen und eine echte Magierin auftreiben. Naja. Hatte ich die Ressourcen falsch eingeschätzt? Kann man ja auch mal machen. Ja, naja, Ressourcen. Und machst du dann hier die weibliche Hauptrolle oder was? Nee. Ich bin nicht groß, blond und vollbusig genug dafür. Sie grinst. Ja, aber so Suicide Girl-mäßig kann man dich auf jeden Fall hinkriegen. Ja, aber ich bin nicht groß, blond und vollbusig genug dafür. Hast du mir gerade nicht zugehört? Doch, ich hab dir zugehört, aber. Suicide Girls sind meistens ja auch nicht so ultra vollbusig. Du bist. Ah ne, Tattoos hat sie vermutlich nicht mehr drauf, scheiße. Ein paar Tattoos kann man die vorher aufmalen lassen. Und Statur passt perfekt, Haare passen auch perfekt. Dann machst du einfach ein Duckface und dann haben wir es doch. Ja, aber Mika hat mir doch schon ganz genau gesagt, was er will. Also das Erste, was er gesagt hat, ist, dass ich auf gar keinen Fall die Hauptrolle spielen werde, wo ich ihm gesagt habe, Junge, das will ich auch gar nicht. Du wirst nicht reich und berühmt werden durch ein Pitch and Shaman, tja. Ja, also... Es war ja, schon immer mein ehernes Ziel als
Schauspielerin groß raus, okay. Uah, nee. Ja, ich habe mich jetzt mit eurem Skript noch nicht so genau beschäftigt, ist ja auch nicht ganz fertig mit dem, was ihr so, ne, ich habe eher so ein paar spezielle Fragen dann mit dem Michael erörtert. Ja. Ja, und dann machst du ein, zwei Effekte, oder was? Ja, vielleicht. Ja, also, ist tatsächlich ich viel müsste mir einfach nochmal sagen, was er sich so ganz genau vorgestellt hat, das hat er mir noch nicht gesagt, aber... Ja, das müsste man dann... sehen. Ja, da müsstet ihr beide dann nochmal kommen. Und dann, wir haben ja jemanden für Special Effects auch noch, der müsste da vielleicht auch dabei sein. Der hat da auch schon mit Magiern einiges gemacht, weil du kannst Magie zum Teil, ich sag mal, die Sichtbarkeit ist zwar oft gegeben, aber wenn du einen Kampfzauber irgendwie simulieren willst, ne? Und dann alles, was der visuelle Effekt, du darfst hier keinen Kampfzauber machen, ne? Also versucht man das so zu simulieren, okay, die Leute bringen dann irgendwelche Gegenstände zum Schweben und zwar so, dass sie halt wegfliegen irgendwie, ne? Bam. Hm. Und das Einzige, was es dann so als magischen Effekt gibt, ist, dass irgend so ein paar Töne kommen, die so Harfenklänge aus einer anderen Welt in 32 Bit auf Instrumenten aus Milch gespielt oder so, ne? Ganz verrückte Sachen. Das hat dann nicht so den gewünschten Effekt. Ja. Deswegen musst du da eh noch mal mit dem Special Effects Typen dann reden. Und dann, okay. Weil es geht halt so nicht. Na, Kampfzauber sind eh nicht drin. Ja, na klar, aber wenn du es halt simulieren willst und dann leuchten deine Augen rosa dazu, ist es nicht ganz stimmig. Ich weiß schon, nicht, wie okay. Trashig das bei euch wird. Dann könnte es auch sehr stimmig sein, aber nicht immer, ne? Ja, ich weiß schon. Ich verstehe die Schwierigkeiten dabei durchaus. Dann ist ja gut. So, du bist aber wahrscheinlich nicht der Special Effects Typ, sonst hättest du nicht so, Und ich rede zwar auch gern in der dritten Person Singular von ihm, aber er ist es nicht. Aber er ist es nicht, okay. Er ist es nicht. Denn er ist... Na, er ist einer der Hauptschneider. Ah. Quasi. Das ist also der Hauptteil, so Schnitt und dann AR und dann irgendwelche anderen Sachen und dann machst du auch meistens die so Sachen. Also du bist derjenige, der den Greenscreen dann mit Leben erfüllt. Ja. Oder wir haben ja auch tatsächlich, also was heißt tatsächlich, wir haben ja auch die Räume, die kannst du ja zum Teil auch anpassen und mit irgendwelchen AR, also nicht AR, sondern mit irgendwelchen Holo-Sachen und die kannst du ganz, mit speziellen Kameras, die wir natürlich haben, ne, kannst du es so abfilmen, dass es halt echt gut aussieht. Und also AR nachher, das, je nachdem, wie viel Geld hier halt reingeschickt wird, sieht danach der Kenner, okay, das wurde halt dann mit AR noch reinprojiziert. Aber du kannst es halt auch abfilmen von der Holowand und das ist meistens noch ein bisschen besser. Ist okay. Halt die Frage, ob du dann mehr in die Produktion oder in die Postproduktion legen willst. So. Okay, und du bist derjenige, der die Leute jetzt berät, was sie da machen sollen und so sieht's geil aus und so sieht's nicht geil aus. Und... Nee. Ich höre mir an, wo es hingehen soll und erzähle ich, was ich für Erfahrungen gemacht habe und was ich mir vorstellen kann, was gut funktioniert. Dann erzählt der andere Typ was völlig anderes, ne? Dann kommen wir irgendwie auf den Nenner und dann machen wir das. Okay. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Du bist derjenige, der dem Typen, der sich da alles ausgedacht hat, die Träume zerstört und gesagt hat, das können wir nicht machen. Nee. Das können wir auch nicht machen. Die Devise ist, der Film wird besser, wenn es mehr nach den Vorstellungen des kreativen Kompass da geht, als nach dem, was bisher möglich war. Weil du hast es halt oft, dass die wollen irgendwas unbedingt und du denkst erst, boah, das wird richtig behindert, das sieht nicht aus. Und dann versuchst du es halt doch, weil er es unbedingt will und dann geht das irgendwie und du lernst noch ein paar Sachen dazu und du hast dann, das geht schon irgendwie. Und das einfach dadurch, dass er es so hat, wie er es wollte, ist es dann auch irgendwie cool auf seine Art. Das sind ja jetzt nicht die übelsten Monsterproduktionen. Wenn jetzt zum Beispiel ein anderer, wenn jetzt Horizon kommt und sagt, mach mal einen Bildungsfilm, dann ist was anderes. Dann haben die aber auch vorher genaue Vorstellungen und Richtlinien und kommen nicht her und sagen, boah, wir hätten voll Bock, einen Film zu machen und das ist jetzt einfach der Lebenstraum, weißt du? Okay. Also ich zerstöre hier keine Träume. Ich helfe, Träume zu entwickeln. Ah, das klingt direkt viel besser.
Ist auch. Und wie schön du das betont hast, ich zerstöre hier keine Träume. Das klang gut. Ja, ich gehe dann lieber mal auf den Spielplatz und sag, du wirst später kein Feuerwehrmann. Weißt du? Ach so. Das ist aber echt, also. Kleiner Scherz am Rande. Also. Ja, ich weiß schon, wenn Ork das sagt, klingt das jetzt nicht so lustig. Also, das ist schon echt, also, nee, fällt mir nichts mehr zu ein. Grausam. Du dann ja, ich komme dann auch vom Klo wieder. Was heißt, tu doch nicht so. Tu doch nicht so. Hä? Na, ist schon okay. Na, ihr scheint euch ja gut zu verstehen. Ja. Cool. Was war das denn jetzt für ein Kommentar? Was? Ihr scheint es ja gut zu verstehen. Ja, ja. Ihr druckst hier cool. So. Cool. Bestes Gespräch ever. Entschuldigung, dass ich die Stimmung versaut habe. Soll ich wieder gehen? Das ist halt die Frage, wohin, wenn du nochmal auf Toilette gehst, wirkt es auch ein bisschen komisch. Das stimmt allerdings. Habt ihr was vergessen? Oh! Ich wollte ja aufs Klo gehen, genau. Oh, mein Tampon ist gerade wieder rausgerutscht. Dann solltest du ihn wieder reintun. Das war jetzt, also. Ah! Eine Ausrede gewesen. Also ich zeige euch mal das Außengelände. Ja, bitte. Kommt mal mit. Bist du jetzt verlegen? Ich bin nicht verlegen. Aber ich habe einen Magen. Was, du hast Maden? Magen. Okay. Er geht dann raus mit euch. Zeigt euch außen die Anlage mit verschiedenen Utensilien. Ja, ich schaue. Der Feuerring! Ich schaue mir die Security richtig an. Das sind halt die zwei Typen, die ich letztes Mal beschrieben habe. Sind es eigentlich jetzt schon immer dieselben? Jojo war ja jetzt schon dreimal. Ist jetzt das dritte Mal da? Ja, voll gesagt, dann wartet mal. Alles klar. Nein, es sind nicht dieselben, aber sie tragen offenbar Latexmasken, sodass sie immer generisch aussehen. Wieso machen die sich diese Arbeit? Damit man sie nicht nach Hause verfolgt und tötet oder foltert. Oder deren Familien tötet oder foltert. Ja. Oder beides. Isst. Andere Leute lassen die einfach in ihrer Truhe verschwinden. Hühnchen. Alles klar, und dann haben wir hier also noch so eine Kamera und da kann man sich draufsetzen und Sachen von oben filmen, oder? Richtig krass. Und so weiter. Ich würde euch das einfach zeigen. Oh, was? Nein, doch. Oh. Alles klar. Nee. Und dann ist Dina mit Michael fertig. Man trifft sich wieder in. Es wurde offenbar alles besprochen. Er scheint völlig überfordert zu sein. Jojo bekommt das Vertragskonvolut mit. Es hat alles relativ lange gedauert. Also wir konnten uns also sehr genau umschauen in die Räume, die wir waren. Ja. Und er ist dann, wie gesagt, völlig überfordert. Man verabschiedet sich, du bekommst den Vertrag mit und Jojo er bemüht sich übrigens auch irgendwie diese LED-Dinger irgendwie mal genauer zuzuordnen, was das ist. Ja, nächste Folge. Und wo für der Kifflinger? Voll krass. Ich überlege gerade noch. Alles klar. Und Penis! Er wird euch dann auf die nächsten Tage vertrösten, dass er sich bei euch meldet, aber er hat jetzt halt direkt danach sehr knapp den Termin ausgemacht mit Horizon und das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Deswegen tschüss. Folgenende. Sami najviac páči tento ruský štýl. Hey.
Ja, die haben irgendwas mit dem Plan gemacht und wollten irgendwie vorankommen. Es geht ja jetzt hier um die wichtigen Dinge, ne? Und die wichtigen Dinge dieser Folge sind natürlich so selbstverständlich. Also der Folgentitel legt es nah. Ich fand die Reaktion ganz gut. Das war alles etwas grotesk, aber ich fand's okay. Noch besser fand ich Kaban, weil er genau wusste, worauf es bei Frauen ankommt, was er sich von einem Date erhofft. Die Karma-Frage finde ich immer noch tatsächlich witzig. Das waren für mich die schönen Sachen. Der Rest ist ja wie immer, ne? Die machen da irgendeinen Scheiß und vielleicht klappt das, aber am Ende ist mir auch real und dann passieren Dinge und ach, Scheiße drauf. Es läuft halt nebenbei. Aber jetzt mal, weißt du, ganz, ganz dicke und so. Fand ich gut. Und ich fände es tatsächlich noch besser, wenn Kaban irgendwann mal Freya darum bittete. Bitte. Ja, ich glaube, das ist der richtige Konjunktiv. Also wenn Kaban Freya darum bitte. Nee, egal. Das darum bitten würde. So, jetzt fick durch. Das bin ich raus. Sich die Brüste aufpumpen zu lassen. Das fände ich sehr schön. Da könnte man sicherlich auch ganz gute Gespräche führen. Da kann man mal gucken, wie es so weitergeht. Vielleicht gibt Jovi ihm ja wirklich dann live und direkt Ratschläge. Das werde ich mir für die Zukunft überlegen. Wenn er das nicht von sich aus macht, dann muss ich ihn halt dann wieder alle 3 Minuten darauf hinweisen, wie das also nicht mal ein halber Greif, ja, nicht mal vielleicht ein Viertel bei einer Ohrkante. Das ist natürlich, das sind Sachen, da muss man sich auch mal überzeugen lassen vom Spielleiter. So. War das andere jetzt schon hier? Nein, das war noch nicht. Okay, dann alles rechtliche Videobeschreibung und die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Great Style auf dem, nein, mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Genau. Danny, bis zum nächsten Mal und grüß die Nachbarn. Wichtiger Hinweis! Deswegen auch extra laut. Der Konjunktiv von bitten ist bete. So, wisst mal Bescheid. Das war jetzt der Auftrag.